Hallo und herzlich willkommen zu Peppermint Gaming am heutigen Dienstagabend live und in Farbe. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute schon wieder mal voll besetzt sind mit vier Leuten an meiner Seite. Nämlich, wir fangen ganz außen an, der Chris. Ja, hallo. Endlich mal wieder bei uns im Gaming-Stream. Daneben die Nora. Vielleicht bald ein Stammgast, wir wissen es noch nicht. Vorhin habt ihr sie noch im Mangarama gesehen. Letzte Woche, als ihr Yakuza 2 Kiwami gespielt haben, war sie auch schon dabei. Und ist ja die Kamera geil. Ja, jetzt habe ich einmal die Luft geschnuppert. Ja. Und auch ein seltener Gast bei uns im Gaming-Stream, der Philipp. Yay. Hallo. So, wir spielen heute Black Clover Quartet Knights oder Clover. Das ist nämlich die große Frage. Manche sprechen es Clover aus, andere Clover. Ich behaupte, es ist ein britisch und ein amerikanisch wahrscheinlich. Weil man sagt ja auch nicht Dover, sondern Dover. Du sagst auch nicht Push to Flush, sondern Push to Flush. Push to Flush ist super. Es wird genauso geschrieben. Englisch ist in der Hinsicht einfach komisch. Komisch. Sehr gut. Wir sind hier voll am Start. Ich bin gerade etwas entsetzt, dass er mir keine einzigen Zuschauer anzeigt. Ich hoffe, mit unserem Stream passt alles. Ja, gebt uns doch mal Feedback. Hallo. Könnt ihr uns hören, könnt ihr uns sehen. Alles gut. Genau. Gut. Ja, so. Wir werden heute Black Clover Quartet Knight spielen, basierend auf einem Anime, der Black Clover heißt, glaube ich. Ja. Und das Quartet Knights haben sie sich einfach dazu gedacht, meine ich, jetzt für das Spiel. Da muss man wahrscheinlich tiefer in der Story drin sein. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, was das... Nein, Benni, wir können dich nicht hören. Gut, dann haben wir die Sache geklärt. Danke, danke. Danke, super. Genau, es basiert auf einem Anime. Die Nora hat sich vorhin kurz in den Anime eingearbeitet, hat sich sogar eine Folge angeschaut. Ja, wichtig. Dass sie uns ein bisschen Background-Infos geben kann. Zumindest so ganz grob, um was es geht, denn... Wir alle haben überhaupt keine Ahnung davon. Ja. Genau. Und ich würde sagen, das Spiel hat zwei Modi, nämlich einen Singleplayer-Modus, der durchsetzt ist mit Anime-Sequenzen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass die Anime-Sequenzen für das Spiel gemacht worden sind. Vielleicht sind sie auch aus der Serie, wir wissen es nicht. Wenn es irgendwelche Fans gibt, werden sie das dann schon schreiben. Und wir werden jetzt zumindest ganz kurz mal in den Singleplayer-Modus reinschauen, ein bisschen die Kampagne spielen, beziehungsweise uns auch die Story ein bisschen geben und werden dann auf das, was meiner Meinung nach Meat and Bones von der Serie ist, umswitchen, nämlich es ist quasi ein klassischer Arena-Shooter, behaupte ich jetzt einfach mal, mit Nahkampfeinlagen. Ja. Man spielt 4 gegen 4 und es ist tatsächlich eher dann auf den Multiplayer ausgelegt. Und deswegen sitzt auch der Chris so ein bisschen am Rand. Der hat vor sich nämlich seinen eigenen Fernseher stehen und wird dann mit ins Spielgeschehen joinen. Und ja, dann werden wir ein bisschen Multiplayer spielen. Genau, und dementsprechend sage ich jetzt einfach mal... Philipp, fang an. Wir gucken mal, was hier so geht. Ich glaube, wir müssen auf den Ton wenigstens einen Ticken anmachen, dass wir wenigstens... Boah, es brennt schon alles. Ja, ich würde sagen, es ist fast aus dem Anime raus, oder? Das ist... Weiß ich nicht, oder sie haben es dafür gemacht. Aber es könnte auch eine der Szenen aus Ritter der Kokosnuss sein. Wo er durchrennt. Es hat also einen gewissen. Ich würde sagen, das ist 18. Jahrhundert vom Look her. Aha, Wirbel wie sagt schon, nee, ist nicht aus der Serie. Okay. Ist auf jeden Fall nicht aus der ersten Folge. Sagen die Charaktere denn jetzt schon, was du da siehst, oder gar nicht? Nein. Oh Gott. Oh. Welches dafür, dass er herrscht.
stirbt, ist er ganz schön hoch. Der hat noch gar kein Blut gespuckt. Normalerweise tut er doch spätestens 5 Sekunden, nachdem er das Messer eingerammt bekommen hat, Blut spucken. Ja, was ist, wenn der FSK hat? Ja, wahrscheinlich kann nur, nachdem jetzt auch kein Tropfen Blut ist, das wegtreten und geflossen ist. Oh, jetzt Weltuntergang. Apokalypse. Guck mal, das Ingame muss doch lauter sein. Jetzt haben wir es vorhin das Ding extra runter gemacht, weil die Action-Sequenzen so laut waren. Aber dann machen wir es gleich wieder ein bisschen leiser. Hat ja Untertitel. Nora sieht das pragmatisch. Da stehen wir erstmal. Ich bin mit. Oh, guck mal, sie hat einen interessanten Rucksack. Das ist ein Buch. Nein, Entschuldigung, das ist ein Grimoire. Ah, ein Grimoire. Okay. Ja, so ja, aber das hat tatsächlich eine historische Bedeutung. Ein Grimoire ist ja angeblich ein Zauberbuch. Das ist jetzt aber wieder viel lauter. Das kriegt es eh erklärt. Aha. War aber eigentlich das. Muss ich gar nichts mehr sagen. Das ist aus dem Anime. Der liegt ganz schön lange. Ja, das hat nicht dir da komplett. Weißt du, Philipp, tust du ganz kurz dann mal auf Pause gehen und den Spielton nochmal einen Ticken weiter machen? Wenn die ganzen Eröffnungsmeldungen mal weg sind. Ich werde gleich, sofern interessante Dinge kommen, werde ich euch die mitteilen. Mhm. Leider, das ist nicht Feedback. Genau, also wir haben jetzt mal Ingame ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, ihr versteht das Spiel dann deutlich besser. Zumindest ein bisschen. Ich kann hier notfalls das Spiel auch noch lauter machen. Mal schauen. Aha, es gibt dazu auch einen Manga, habe ich gerade gesehen. Der ist bei Tokyo Pop erschienen. Ja. Mhm. Sollten wir vielleicht mal anfragen, dass sie uns mal ein Blatt schicken für so viele Manga anfragen. Richtig. Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, und der Anime läuft wohl bei der Konkurrenz. Also sicher aus der Serie ist, wissen wir schon, Ingame Lautstärke haben wir hoffentlich ein bisschen jetzt korrigiert, was sich das Spiel ist besser. Notfalls, wie gesagt, machen wir den Videoplayer einfach noch ein bisschen lauter. Das ist ein Problem. Jetzt ist es besser. Sehr schön. Sehr schön. Nora. Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir. Ja. Der Typ, den ihr da seht, wie im Intro schon erwähnt wurde, kann keine Magie, obwohl jeder Depp Magie kann in der Welt. Tatsächlich. Genau. Und jedenfalls zu Anfang. Und der versucht dann halt, sich durch physisches Training irgendwie so hoch zu pushen, dass er irgendwann Magie bekommt. Soll ich jetzt mal? Du Kieselstein. Kieselstein. Ein Kieselstein ist bloß ein Kieselstein. Ja, siehst du, das ist schon alles viel weiter als ich. Ist das der Böse vielleicht, der Blonde, Weißhaarige? Sieht so aus. Naja, den hat der Philipp ja eben gematscht. Oh.
ist das dann so ein bisschen wie bei My Hero Academia? Wie jetzt? Guck mal, an dem Stein war voll der Animationsfehler gerade. Das war ich extra. Aber ist das dann so ein bisschen wie bei My Hero Academia, so, wo auch der Hauptcharakter quasi als einer der wenigen keine Superheldenfähigkeiten hat und sich dann halt einfach so krass hochtrainiert? Nee, also die haben dann so eine Zeremonie, wo sie alle ihr Grimoire bekommen. Er bekommt erstmal gar keins und sein Kumpan bzw. Rivale bekommt dann ein besonders tolles. Mhm. Mit einem vierblättrigen Kleeblatt. Normalerweise kriegen die nur eins und dreiblättriges Kleeblatt raus. Und er kriegt überhaupt keins und wird halt von allen ausgelacht. Schön. Und genau, und dann wird der andere, der heißt Juno, der ist jetzt gar nicht da dabei gewesen. Sein Rivale, der wird dann angegriffen und weil jemand sein Buch klauen will. Und dann erwacht seine Fähigkeit sozusagen, oder ich weiß nicht, woran die Fähigkeit besteht, weil da war dann die erste Folge zu Ende. Aber auf jeden Fall kriegt er dann so ein schwarz-rotes Grimoire mit einem fünfblättrigen Kleeblatt. Okay. Ja. Also nachdem er hier ja auch, wenn er mit Attacken zuhaut, ja auch dieses schwarz-rote Zeug hinter sich hier zieht, gehen wir mal davon aus, dass er das da ja schon alles hat. Da kommt dieses Schwert auch aus dem Buch raus. Oh, Pfundskerl, da hat sich jemand bei der Übersetzung echt Mühe gegeben. Pfundskerl, finde ich, ist ein super Begriff. Ja. Es ist sowas wie Potzblitz. Sapalot! Schockschwere Not! Oh ja! Das ist so Batman-Style. Nein, das ist Tim und Struppi. Ja, das ist Tim und Struppi. Das stimmt. Oder die 100.000 Höllenhunde! Oder die alte Batman-Serie. Ja. Stimmt. Potzblitz Robin. Der Batcomputer konnte das Problem nicht lösen, denn es war zu einfach. Anti-Hype-Spray, ja. Also wie ihr seht, die Story-Sequenzen werden wohl zum Teil als Anime dargestellt, zum Teil als klassische, ich würde es mal Visual Novel-Style mäßig bezeichnen. Und dann gibt es anscheinend auch In-Game-Sequenzen. Die verspürt vielleicht eine Erschütterung. Stimmt, das erinnert mich gerade. Die eine Szene habe ich gerade irgendwie an Ding. Sag schon die Outcast-Reihe. Hm? Da kam das doch immer vor. Und dann Kai Katan dann. Jedi Outcast. Ja. Sein T-Shirt war gerade auch irgendwie total seltsam. Ich weiß nicht, es wäre interessant. Ich habe leider ja, also zumindest mit den Animationsszenen, die jetzt hier drin waren, hatte der Stil, so wie sie rumlaufen, jetzt nicht so viel zu tun. Das sah schon sehr anders aus. Ah, hier, seine Fähigkeit ist, dass er jede Magie mit seinem Schwert auslösen und erlöschen kann. Sein Schwert ist auch schwarz. So, und wo ist nun der Gegner? Da muss man, da ist das Ziel. Ups. Nur, du musst die Kamera abgeben. Ich kann das nicht. Das ist so blöd, dann gucke ich immer irgendwo falsch hin. Hau einfach alles kaputt. Außerdem hat Philipp übrigens vorher schon geübt mit diesem Kanal. Ja, wir haben vorher nur ganz kurz. Ja, aber man muss ja dazu sagen, ich sehe das mal positiv, dass wir mal endlich es wieder geschafft haben, bevor wir mit dem Stream angefangen haben. Okay. Zum einen die Technik einzustellen. Ich hoffe, dass wir auch überall jetzt die Meldungen richtig eingestellt haben, dass überall angezeigt wird, dass wir das richtige Spiel spielen. Da haben wir nämlich extra auch nochmal drauf geachtet. Und haben dabei auch probiert, wie das Spiel funktioniert, um es zu testen. Damit wir nicht wie beim letzten Mal bei Yakuza 2 Kiwami erstmal eine Viertelstunde zu spät anfangen, weil wir das Kabel nicht gefunden haben, das nicht richtig im Videosplitter drin war. Also die Level sind schon tatsächlich, also eigentlich das, was wir vorhin ausprobiert haben, immer so wie halt die Arena, also quasi ein Arena-Kampf nach der anderen mit Bots oder mit also es ist quasi wie quasi der Multiplayer mit Story. Ja, so ein bisschen. So das Standard. Also vorhin habe ich eine Herausforderung gemacht, das ist quasi keine Story, sondern es ist halt irgendwie so eine Side-Story, das kann man mit jedem Charakter anfangen. Da muss man halt nicht nur durch die Level prügeln, sondern halt auch bestimmte Sachen noch erfüllen dazu.
Und das war auch einfach das Areal, das wir davor quasi im Multiplayer hatten. Und dann musstest du dich halt zwischen durch Spawnen der Gegner halt zurückprügeln. Und das Areal, wo es gerade Nora rumläuft, das haben wir vorhin, Chris und ich, als wir ausgewählt haben, hatten wir das Areal auch mal kurz in der EVP-Map. Yay! Oh, dann ein Schwert hat geleuchtet. Ja, das kann man irgendwie aufladen. So. Ah, ich verstehe, aber was ich tatsächlich, glaube ich, für den Fan der Serie wahrscheinlich ganz cool ist, ist, dass es so seemingly von einem zum nächsten geht. Also mit da, wie wir jetzt gesehen haben, die Arena-Kämpfe, bisher war es jetzt nicht super anspruchsvoll, aber es ist halt tatsächlich immer ein schöner Sprung zwischen Kampf, Story, Kampf-Story. Und es, ich weiß nicht, wie sich das denn entwickelt, aber ich finde jetzt auch nicht, dass die Story-Elemente zu sehr in die Länge gezogen sind. Weil bei dem einen oder anderen Spiel, was so in der Art ist, auch mal, selbst wenn es jetzt quasi nicht den Fokus auf diesen Multiplayer-Arena-Modus hat, aber zum Beispiel das Seven Deadly Sins-Spiel, was wir, glaube ich, Anfang des Jahres irgendwo mal gespielt hatten, das hat mich zwischendrin manchmal schon ein bisschen gestört, dass oft diese Story-Sequenzen zwischen den Kämpfen fast schon zu lang waren. Also, dass man zu sehr aus der Action rausgerissen wurde. Wurdest du gerade geheilt? Ja. Ja, da ist eine Idee halt. Nicht, sondern die macht so. Ja, aber die stand ja gerade so. Nee, das ist so ein Schutzschild. Wenn du da drin stehst, passiert ja nichts. Genau, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Element, das muss man auch mal sagen. Also das Spiel orientiert sich tatsächlich an momentan gängigen Multiplayer-Arena-Kampfspielen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, gut. Mit Klassen. Ja, das schon. Wie sehr das Ganze dann in unterschiedlichen Charakteren mündet, dazu kommen wir vielleicht noch später, wenn wir eher was im Multiplayer spielen und wir Charaktere zur Auswahl haben. Aber grundsätzlich habe ich das jetzt schon richtig gesehen, es gibt quasi Nahkämpfer-Damage-Dealer, es gibt Fernkampf-Damage-Dealer, es gibt Heiler, Supporter und es gibt aber auch halt den Tank. Oder zumindest Tank. Ja, der Tank ist bei der Nahkampf-Klasse mit dabei einfach. Ja. Und da ist die Dynamik dann halt besonders im Multiplayer, wenn man gegen 4 gegen 4 spielt. Wenn ich das in den Videos, die ich mir kurz dazu angeguckt habe, richtig gesehen habe, es ist quasi King of the Hill immer. Also sprich, es gibt immer einen Punkt, den man eingehen muss, und sehen sich die beiden Teams prügeln. Und da geht es dann wohl schon sehr darum, dass man sich taktisch ein taktisches Team zusammenstellt. Oh. Nochmal 3 Klicken, Chris. Ja, wenn ich am Boden liegen will. Was ich aber schon gehört habe, also als ich gestern hier ein bisschen was noch zu angeguckt habe, was wohl einige stört, ist vor allem im Multiplayer, wenn man stirbt, es gibt keine Killcam. Also quasi man stirbt und dann folgt die Kamera einfach dem Gegner, der ihn getötet hat, weiter. Aber es gibt nirgendwo eine Möglichkeit rauszufinden, was ihn getötet hat. Das stimmt, ja. Und das muss wohl, auch wenn wir bisher das Gefühl hatten, als wir es vorhin ausprobiert haben, dass die meisten, viele Charaktere irgendwie keinen Schaden machen, vor allem die Fernkämpfer. Es muss aber Möglichkeiten geben, dass sie dich irgendwie one-shotten können, auch auf die Distanz. Und das Spiel hat im Fernkampf einen sehr krassen Auto-Aim drin. Ja. Der ist nervig, wenn die Gegner näher kommen und er von alleine die Gegner wechselt und man aber eigentlich gerade einen rausgefokust hat. Allerdings hat man so auch die Möglichkeit, dass man weil das Auto eben so krass ist, über die quasi halbe, komplette Karte jemanden wegschießen kann. Und es muss wohl Attacken geben, die einen aus irgendwelchen Gründen oder in irgendwelchen Kombinationen one-shotten. Und man findet halt nie raus, was einen jetzt getötet hat. Also dass man es vielleicht in Zukunft auch achtet oder vermeiden kann. Das gibt es wohl nicht. Ja, und Chris und ich haben vorhin ein bisschen rumgetan. Wir hatten das Gefühl, dass die Charaktere teils sehr ungebalanced sind. Ja, das stimmt schon. Also da waren ein paar von den Distanzkämpfern dabei, mit denen haben wir irgendwie nicht hingekriegt, ordentlich Schaden zu machen. Dann haben wir andere genommen und das ist einfach was ganz anderes gewesen. Darf der Benni nicht spielen? So, also ich kann auch spielen. Ich habe halt noch gar nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Wer ist denn, also er und links unten ist der Hauptcharakter. Ja. Ja. Sie? Ich weiß es nicht, da kam nur er und sein Rivale vor und der Rivale ist jetzt überhaupt nicht da. Der mit dem Braunhaar auch nicht. Die können halt alle irgendwie zu dieser selben Schule mit am Start, deswegen haben die alle das Zeichen dazu und er, der das Zeichen quasi nicht anhat, ist ja ihr Lehrer mehr oder weniger. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Also der soll ihr Lehrer sein. Ja, ist der Anführer. Aber auch das Anführer. Das mit den Umhängen, auch wenn die nicht so aussehen, aber ich glaube, das ist dann so eine Hommage an Attack on Titan, dass sie auch alle schön den Umhang tragen und alle schön das Logo haben. Da hoffte man auf Merchandising-Verkäufe.
Jetzt soll er natürlich. Das finde ich, mich würde interessieren, ob das tatsächlich quasi auch so dieses, dass da auch so ein bisschen Comedy drin ist. Zumindest allein die Reaktion von ihm sah jetzt etwas komödiantischer aus. Genau, und man kriegt in-game Geld als Belohnung. Also sowohl, wenn man halt die Stories abschließt, auch wenn man die Herausforderungen macht oder wenn man PvP macht. Und damit kann man sich dann quasi Kostüme kaufen, neue Sätzchen, die Charaktere quasi während dem Spiel die ganze Zeit von sich schreien. Und was viel wichtiger ist, man kann den Charakter so ein bisschen umbauen, mehr oder weniger. Jeder von den Charakteren hat im Prinzip 4 Kartenslots. Da kann man Karten reinsetzen, die halt, weiß ich, bestimmte Fähigkeiten die Abklingzeit runtersetzen oder sie stärker machen oder whatever. Und man kann dann quasi, ja, eben diese Kombination aus 4 Karten kann man dann eben im Prinzip bei den Charakteren. Wie bei League of Legends mit so runen Dingen. Ja, genau. Dass man den Charakter halt so ein bisschen in die Richtung drücken will, in die man ihn dann ganz gern haben möchte. Naja, also hier Fernchen sagt, dass es wohl eigentlich mal als Fairy Tale Nachfolger gedacht war. Oh, okay. Ja, interessant. Weißt du, wo du direkt, wo man das abschaltet? Ja, gleich. Warten wir noch, bis die Sequenz zu Ende ist. Naja, das macht auch Sinn, weil das irgendwie beides mit Magie funktioniert hat. Fairy Tale? Ja. Es ist vielleicht auch dasselbe Studio oder dieselben Fairy Tale ist aber Leute dahinter. Ist, wenn Fairy Tale A1 ist, dann ist es nicht dasselbe Studio. Nee, weil das ist. Außerdem, die haben kein Maskottchen oder so. Das ist ja auch irgendwie lame. Ja, genau, ja, da muss irgendwie was Knuddeliges reinmachen. Ja. Also es ist wohl Shueisha das Studio. Yuki Tabata, gehe ich mal davon aus, wird dann der Creator sein. Übrigens das Spiel von Bandai Namco. Danke nochmal dafür. Mhm. Und wird wohl in Japan auf TV Tokyo, weil das steht sogar auch im Copyright drin, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es in Japan auf TV Tokyo läuft. So, nach kurzem Hinweis, ihr habt recht, wir haben gerade gesehen, dass andauernd die Mitteilungen reinploppen. Wird der Philipp mal schnell die Mitteilung ausschalten, wenn er es findet. Ich dachte auch, weil da unten die Mitteilungen kommen, ich dachte, das kann so viel. Dann sorgen wir nämlich mal dafür, dass ihr nicht andauernd von den... Ist es das? Nachrichten der Mitteilungen anzeigen. Mal gucken. Ah, hier, guck mal, da ist noch alles drin. Sollen wir aber keine Trophäen haben, keine Spielebenachrichtigungen haben. Wo ist das immer drinnen, wo dann immer aufpoppt? Das hier, da? Genau, das wollte ich gerade haben. Ja, machen wir. Lassen wir es erstmal so. Dann guck mal. Jo. Achso, ich war dran. Wo hau ich? Die Taste steht unten rechts. Achso, dann ist das mein Standard. Ah, das ist der Standard. Dann kannst du auch diesen komischen Wirbelwind auf R1 machen. Und das blocken, was du da eben machst. Und blocken hast du quasi, also wenn diese komische rote Zeitanzeige da weg ist, kannst du nicht mehr blocken. Und das da ist irgendein Angriff, den du mit dem einen Schwert noch machst. Da haben wir vorhin nicht ganz verstanden. Irgendwie kannst du damit schießen, wenn die 1 oben drüber ist. Ja, das sind die Schonen-Jumpen. Halt. Also man müsste man ihn eigentlich irgendwie dauerhaft im Fokus behalten. Das wäre auch. Das ist halt tatsächlich. Ja, aber das ist halt dann wieder das Problem beim Arena-Shooter, dass du ihn quasi halt ja eben nicht festsetzen solltest. Du hältst dich über Zeit, wenn du keinen Schaden mehr hast. Super. Hallo? Bist du bei? Achso, du hast gewonnen.
Das ist tatsächlich auch was, was mich, glaube ich, an der Story ein bisschen ärgern würde. Ist, ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht geschaut, ob man irgendwo einstellen kann den Schwierigkeitsgrad, aber dafür, dass du quasi zum ersten Mal den Controller in der Hand hattest und relativ easy durch das Ding durchgekommen bist. Ja gut, aber wir haben ja jetzt auch den leichtesten Schwierigkeitsgrad. Er stand ja gerade eben drin, so, dass es als Ding eine der Challenges für die Mission ist, dass man den Schwierigkeitsgrad höher stellt. Okay. Also okay. Kann man jetzt irgendwie. Ja. Und ich meine, ich war ja zwar da mal kurz vom Abnippeln. Oh, oh. Der schwarze Stier. Was bist du hier dann? Was ist eine interessante Geometrie? Also der schwarze Stier, schon vorhin war schon, das ist quasi diese Schule oder whatever, wie die dazugehören. Oder diese Verein, Gilde, ja genau. Ah, ihn hat es als Kind umgebeamt. Ja, ich sag ja, das ist ja der, was vorher mit dir rein ist. Ich hab bisher nicht gecheckt, dass er jetzt als Kind plötzlich ist. Der vorher muskulöse Berg da. Vor allem, ich meine, wenn wir jetzt reingucken, ihr seht schon mein Love Interest. Heißt der Lack? Ja, im Menü vorhin ist der so. Ja, das ist auch tatsächlich der. Genau, wollte gerade sagen, das ist auch genau der, den Chris und ich vorhin gespielt haben, den wir beide am coolsten fanden. Richtig, Zacko, Schwierigkeitsgrad gleich ist für uns der Hard Mode. Richtig. Und dafür muss man aber auch sagen, ja, dafür sind wir echt Meister des Hard Modes. Ja, definitiv. Ja. Außerdem muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wenn demnächst meine neuen Dark Souls Videos laufen, wo ich in Blighttown unterwegs war, da seht ihr, was Wachkronis ist. Ich hatte davor noch so Brustkotz, in zwei Episoden haben wir unten den Quellack getötet und hier Run of Reckoning und dann beenden wir das Ganze. Vielleicht schaffe ich es in der nächsten Episode, nachdem ich davor mich durchgestorben habe. Lass mich raten, der mit dem Quietschestimme ist der Große da hinten. Hab ich jetzt gar nicht gehört. Oder es war die kleine Wolkennudel, wie wir vorhin schon ausgesprochen haben. Die zuletzt geredet hat. Ja. Ja. Ah. Stand doch da, dass sie essen will. Stimmt, das war guten Appetit. Ne? Mit dem Bottich an Futter. Mhm. Nora, wir haben was vergessen. Jetzt habe ich dich vorhin noch so großkotzig darauf hingewiesen, such was aus. Ja. Was möchtest du als erstes verloren? Dieses formschöne Banner hier. Ja. Das ist ein Fate Stay Night Banner. Ja. Akiba Pass Festival. Das kriegen wir nachher nicht mehr zusammengelegt. Ja, ist doch egal. Wir finden morgen Personal, dass das zusammenlegt. Akiba Pass Festival. Mhm. Das ist sogar ein relativ großes. Das ist größer als die Banner, die wir davor hatten. Ja, das ist so ein Standbanner. Das ist also das Doppelte von dem, was in Berea Nora jetzt gerade. Das könnt ihr an eurer Hauswand runter. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, also da braucht ihr eine hohe Decke für. Und das ist der Off-Rider. Und das ist das Key Visual von der Heaven's Feel. Ah, okay. Ja, das könnt ihr auch als Decke nehmen. Stimmt, ja. Oder ihr legt es einmal quer um euer Zimmer rum, so das Eck drüber. Genau, das könnt ihr gewinnen. Wie immer, Saber muss alles haben. Hierzu werden wir jetzt mal. Vorher schon vorher nichts gewonnen hat. Das ist, nennen wir mal wieder klassisch Fate. Der Price ist ein Fate Stay Night. Die Schreibweise ist wie immer falsch. Heaven's Feel Banner. Und die Endtime, sagen wir mal 30 Minuten. So, um dieses schöne Fate Stay Night Heaven's Feel Banner zu gewinnen vom Akiba Pass Festival, war da auch live im Einsatz, müsst ihr einfach in den Chat Ausrufezeichen Fate schreiben und dann könnt ihr mitmachen und dieses wunderschöne gewinnen. Beziehungsweise das war auch im Konz davor, war das glaube ich immer dabei. Ach stimmt, das hatten wir ja keinen Sonnenbrust. Nee, oder das hatten wir immer am Krass. Ja, stimmt. Das hat schon Konstaub eingesetzt. also das ist jetzt hier quasi eigentlich das, was mehr dem Originalmodus entgegenkommt, nämlich dass ihr hier so Punkte einnehmen müsst. Genau, ich habe es nicht ganz verstanden. Also irgendwie müssen wir den jetzt einnehmen, bis die Leiste oben voll ist, dann kommt ein Kristall und dann müssen wir den Kristall irgendwo hinbringen. Also Payload. Ja.
Also ist quasi Overwatch im Anime. Ah, hier ist der Kristall. Ah, und der geht jetzt. Das sieht tatsächlich auch noch fast wie bei Overwatch aus, wo du die. Ah, ja, jetzt müssen wir den quasi wahrscheinlich nur noch verteidigen, bis er halt da ist. Ja, genau, sie können ihn quasi stoppen. Konstantin Prime, ja, du hast recht. Wenn Saber gewinnt, wird es gut passen, weil Saber und Fate. Das Problem ist nur, dass Saber ungefähr jedes Mal, wenn er irgendwas vom Fate verlosen, schreit. Ich wollte gerade sagen, du bist auch gleich cool. Guck mal, blauer Schleim. Ja, ja, doch, doch. Macht sogar ziemlich viel Schaden. Nein! Ja, aber es hat in dem Fall jetzt tatsächlich sehr viel von Overwatch. Man nimmt den Punkt ein, dann erscheint die Payload und dann schiebt man die Payload quasi in die Richtung. Ja, das ist klar. Ich habe leider jetzt Story, dass ich auch trainieren will, quasi gerade in der Schule. Ja, irgendwie, ja. Hat das was zu bedeuten, dass man eigentlich schwer für euch ist? Ja, irgendwie kann man damit. Da ist es eine 1 runter, ich kann jetzt schießen. Guck mal, drück mal 3 Quadrat. Dann guck mal, dass da unten so ein Wind, glaube ich, nicht mehr. Nee, den habe ich. Ich verstehe nur jetzt eins Folgendes. Also Sie müssen jetzt quasi, was müssen Sie jetzt eigentlich machen, damit der Kristall quasi, dass ich jetzt quasi noch fehle? Ja, Sie müssen quasi dich vom Kristall weghalten und jedes Mal, wenn Sie in der Nähe des Kristalls sind, dann bewegt er sich nicht mehr vorwärts. Ja, ja, wahrscheinlich, wenn du den... Aber die Frage ist ja folgende, Sie müssen jetzt ja irgendwie... Ja, ach, oben läuft dir der Timer runter. Ja. Du musst den halt, wenn Sie es schaffen, dich fernzuhalten, bevor der Timer ausgelaufen ist. Dann weiß ich nicht, was das ist. Ich habe den verloren. Nee, ja, dann kriegt ihr jetzt quasi wie auch in Overwatch die Overtime. Genau. Solange ihr an dem Ding dranbleibt, kannst du es noch weiterschieben, auch wenn die Zeit schon ausgelaufen ist. Du siehst ganz oben, wie viel. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Ja, ja. Und ich gehe davon aus, die Gegner gewinnen halt, wenn sie es schaffen, dass du halt von der Welt, dass halt die Zeit ausläuft, wie du halt in deiner Welt im Game stehst. Was ihr auch seht, dass auch klassisch für die heutigen Anime-Spiele sind, der Charakter schreit euch die ganze Zeit voll. Oh, fast. Pass auf, du sind sie seid eigentlich schon bei 100. Jetzt habt ihr es geschafft, oder? Ich hab's gewonnen. Tada! Ui. Du Blödkopf. Ja. Saber beschwert sich, dass er nie was vom Feld bei uns gewinnt. Oh. Du musst es halt weiter versuchen. Zaku fragt, ob mittlerweile klar ist, ob Groß- und Kleinschreibung bei den Gewinnspielen wichtig ist. Groß- und Kleinschreibung ist immer richtig. Richtig. Da war letztens erst wieder eine Studie, wie Kinder das Schreiben lernen sollen. Zum Schuljahresanfang. Doch, ja, aha, siehst du es selber, hat nämlich eine Archer-Handyhülle gewonnen. Bei uns. Für ein iPhone 5. Und er hat aber ein 6S. Ja, es ist wirklich Black Clover Watch. Das ist ein sehr netter Vergleich. Aha, Astra schreibt wohl auch angeblich in der Serie durchgehend. Ach so. Ja, der ist so der energetische Genki-Typ.
Energetische Kenki. Sehr schön. Oh, er hat Leuchteaugen. Ist das der Schulleiter? Welcher? Der da? Nein, der ist auch einer von den Schülern. Der sieht doch aber auch eher älter aus. Finnrei. Es ist die Frage, die mich tatsächlich interessiert. Wir kennen ja alle das Franchise nicht. Die Noah hat sich jetzt eine Folge angeguckt, deswegen sind wir da nicht drin. Aber ist das, nachdem wir ja hier schon gesehen haben, dass einige Leute die Serie ja tatsächlich kennen, findet ihr das jetzt, also ist das tatsächlich so umgesetzt, dass ihr sagt, boah, geil, finde ich witzig? Und hat irgendwie, hat auch für den, also hat für den Fan tatsächlich einen Mehrwert, das Ganze zu spielen? Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Story so, wie sie da erzählt, ist ziemlich boring. Wir machen die Bücher gerade im Hintergrund total kirre. Ja, also, gell. Das macht mich gerade total fertig. Da ist ja jemand richtig ausgegeben mit dem Hintergrund, so häufig Copy-Paste, wie der gemacht hat, das geht auf keine Wort. Da ist ja sogar noch ein IKEA-Showroom, hat noch unterschiedlichere Bücher drin stehen. Aha, Konstantin Prime sagt, solange Asta schön laut schreit, ist die Story super. Zaku sagt, ist für mich eine klare 5 von 7. Was ist denn das bitte für ein seltsamer Bewertungsstandard? Mal, das sind die mit den anderen Umhängen. Ja, das ist jetzt voll der sein Rivale dabei, der mit den schwarzen Haaren. Ach, sein Rivale ist der mit den schwarzen Haaren? Ja. Der ist auch noch größer als er. Das heißt, der hat auch noch den Minderwert. Der ist halt voll cool. Und so. Ja, so sieht er auch aus. Das ist auch der, der die Dolche wirft. Den will ich ja später mal spielen. Wir sollen uns eh überlegen, wie lange wir jetzt noch die Story spielen. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, eine Viertelstunde bis 9 und dann steigen wir mal in den Multiplayer. In der Hoffnung, dass es kein Multiplayer-Desaster wird, wie bei... Nein, ich habe schon geguckt, das ist relativ einfach. Aber es kann schon ein bisschen länger dauern. Das ist voll der Ray, oder? Wer wie wo was? Der eben da mit der Brille... Ach, jetzt Ray, weiß ich, wen du meinst. Der Free Ray. Woher kommt das 5 zu 7? Woher kommt die 5 zu 7 Anspielung? Ehre beschwert sich gerade, wie alt wir sind. 8. Vielleicht ist er ja zu jung. Ja, oder wir sind schon zu alt. Ja, zu alt wahrscheinlich, ja. Das meinte ich. Egal. Er ist tatsächlich Ray. Aber ich meine, das ist so eine Standard-Anime-Geste, Manga-Geste. Stimmt, der Brille, ja. Die Brille umschrieben. Der Chris macht das viel zu selten. Chris sollte das permanent machen. Jedes Mal, wenn der Volker ins Büro reinkommt. Ja, oder halt so. Ja. Dann krieg ich Kopfschmerzen. Ich meine, die kriegst du so oder so, Chris. Ja, aber der kriegt eine junge, wunde Nase. Ja. Dem schwarzen Stier kooperieren. Ach, so heißt unsere Schule jetzt. Das haben wir vorhin schon. Ich glaube ja. Nicht, dass das eine Schule ist, sondern eine Gruppe. Ja, oder eine Gruppe, halt irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Clan, whatever. Ja, er hat auch so ein bisschen dieses expressionistische Dreh. Er hat einfach sich gleich im Kreis, streckt die Hand weg und sagt, er zeigt uns den besten Schmetterling aller Zeiten. Ja. Er hat nur dieselbe Brille. Oh, guck mal, der Lava. Nora, du wirst die Challenge heißt. Annehmen, dich umzubringen, ohne einen Gegner zu sehen. Achso, du meinst wegen dem Lava? Ja, Lavaboden darfst du nicht berühren. Oh, er heißt Klaus. Jetzt die Frage, heißt er auch im Original Klaus? Stimmt. Warum sollten die den umbenennen? Ja, das ist tatsächlich ziemlich strange. Aber Klaus ist für einen Anime. Guck, jetzt hast du es verpasst. Sie heißt Golden Morgen Dämon. Oh. Mhm. Das klingt irgendwie cooler als schwarzer Stier. Stier. Julio. Ja, im Englischen, weil das wäre dann ja hier Golden Dawn. Also, es ist ein Magierorden. Oh, okay. Wir müssen halt Missionen fürs Königreich.
Wirbelwie ist voll der Experte in der Serie. Mhm. Naja, du musst ja wahrscheinlich nur schauen, um ein bisschen mehr zu wissen. Ja. Einfach. Aber ich frage mich, wie viele sonst aus der Community die Serie schon gesehen haben. Die vielleicht explodieren nachher, wenn wir mit dem Stream fertig sind, die Userzahlen bei den Konkurrenten, ja, wo sie dann alle die Serie angucken. Im Oktober geht's weiter. Echt? Bei denen. Ach, das Onboarding. Oh, okay. Ja, Zacko hat uns übrigens gepostet, woher dieses 5 von 7 kommt. Das ist das gleiche immer noch, oder? Und ich muss schon mal sagen, ich habe davon noch nie was gehört. Ich auch. Aber was hier, 6. Dezember 2015 auf Facebook. Dann sind wir da. Irgendein anderes Social Media. Series of Facebook Screenshots. Ja. Das ist halt, wir sind schon aus diesem extrem Social Media Zeitalter raus. Ja, tatsächlich ist dem so, ja. Das ist immer noch falsch. Ah, ich weiß nicht. Da, wo ihr oben steht, Nora. Ja. Oben. Aber die Nora hat das Problem, dass für sie ist wahrscheinlich die Gleichung invertiert. Ja, oben und unten ist falsch rum. Jetzt wird mal kurz Pause. Nee, ist okay. Ich kann es nicht umlenken. Also das gleiche, wie ich vorhin gemacht habe. Wo sind die denn? In dem Kreis. Ja. Jetzt nicht mehr, weil jetzt kriegst du quasi Punkte oben. Also du musst alle aus dem Kreis raushalten, Nora. Ich check gerade nicht, wer zu mir gehört. Die Roten gehören nicht zu dir. Ja, wahrscheinlich, ich habe gerade schon gesehen, da leuchtet immer kurz rechts unten so ein Link auf, kann man dann in den Kommentaren. Achso, ich muss da drin stehen bleiben, Moment, oder? Nein, du musst alle Gegner raushauen und dann selber drin stehen bleiben. Momentan führt nämlich im Prinzip das gegnerische Team. Was ist er denn? Der hüpft immer so, ne? Ja, jeder kennt die Serie nochmal. Man kommt schon Team Prime, sagt, man muss nur die ersten 6 Folgen sehen, dann hat man alles gesehen. Echt? Er sagt 6 Folgen reichen, um zu wissen, was genau abgeht. Okay. Wie viele Folgen gibt's da? Ich werde es gleich mal recherchieren. Oh. Okay, das dann. Das kannst du dir merken, Nora. Bin beeindruckt. Bin ich gestorben? Ja, du bist gestorben. Du brauchst noch kurz, warte, dann kommt hier. Ja, wir sehen noch nicht, aber Manga 1 bis 8 gelesen. Ist jetzt nicht viel verlangt in der Serie drin, außer ich kann in der Lava umlaufen. Das macht dir aber Schaden. Dann mach ich da jetzt raus. So. Gott, mit Nora macht es noch viel mehr Spaß als mit Basti. kann ich bitte eine Maus haben, mit der ich mich richtig. Tatsächlich ist das Spiel auf Steam erhältlich. Stimmt, das ist für einen Computer. Es ist für einen PC auch rausgekommen. Sprich, ihr könnt es auch klassisch wirklich als richtig professionellen Arena-Shooter mit Maus und Tastatur. Na gut, wenn der Auto-Aim so hoch ist. Ja, aber ich denke, am PC wird er wahrscheinlich nicht fallen. Also ich wusste das mit dem Auto-Aim auch nur, weil jemand ich so einen Bericht über die Beta gesehen habe und da haben sie aber an der Konsole gespielt. Okay. Und die Frage wäre halt, wie sich das dann gestaltet, wenn man es am PC spielt, ob da der Auto-Aim gut ist oder nicht. So, ich prüfe mal schnell, was es hier so zu Black Lava gibt. Wir nehmen einmal den Manga und einmal den Anime. Das ist eher tasmanisch. Ja. Aha. Also. Was machen wir überhaupt meine Kamera? Premiere war in der Herbstseason 2017, also genau vor einem Jahr. Okay. Drück nochmal rein. Weil die Herbstseason geht ja immer im Oktober los. Und sprich ziemlich genau vor einem Jahr. Auf Team nicht so häufig immer nur dein Gegner vor dir steht. Action Comedy Magic Fantasy Super Special Attack. Und hat bisher. Ach, es läuft noch immer aktuell. Ah ne, aber bei Episode steht an und drin wahrscheinlich weiß ich noch. Aber es läuft. Und der Manga 2015, also quasi basiert die Serie auf dem Manga, 2015 rausgekommen. Und Volumes auch unknown, also geht wohl gerade auch noch weiter. Ich hab noch nicht mal diese Scheiße bekommen. Naja, aber du holst gerade auch. Vorhin war es deutlich schlechter.
ist sogar nicht so. Oh, jetzt rein mit dir. Ja, genau. Ist das dann so wie Dragon Ball? Das ist dann Dutzende Episoden, wo sie sich nur anstarten, oder was? So 50 Episoden ist das. Ja, wollte ich gerade sagen, 50 Episoden ist noch nicht viel. Mal ganz ehrlich. Dein Geld hat sich dabei auch schon. Nein, ich habe nur gemeint, weil wenn das heißt ja nach, du kannst nach 6 Episoden alles. So, ja, ja, wahrscheinlich um die grobe Rahmenhandlung zu verstehen. Und wahrscheinlich sind die meisten Hauptcharaktere bis Episode 6 eingeführt. Ne? Jetzt muss ich da wieder hinterabschen oder was? Ja. Oh. Muss ich jetzt aufgeben? Ja, gib mal auf, Chris. Weil das ist quasi tatsächlich scheinbar nur Zonen einnehmen. Also nicht so wie, du musst erst runtergehen wieder. Ja, da ja, also vorhin musst du das gleiche ja auch machen, dann ist der Kristall erschienen. Aber scheinbar musst du jetzt nur die vorne Zone überspringen. Kannst mit Optionen überspringen. Dann machen wir das. Länger gedrückt halten. Ob ich kläglich scheitere. Wirbel, wie gesagt, der Manga wird später ziemlich gut. Auch von, und die Haupthandlung auch besser. Der Anfang ist halt da, um die Handlung reinzukommen, aber steigert sich ziemlich. Mhm. Ah, und auf das Freuen, dass man die ersten 6 Episoden gesehen hat und dann quasi schon weiß, was Sache ist, sagt auch Wirbeli, dass es später eben nicht mehr so vorhersehbar ist. Und ja, es ist halt ein Schon-Titel. Das ist immer dasselbe irgendwo am Ende des Tages. Das ist so, aber es ist halt nichts super Anspruchsvolles. Also auch tatsächlich sagen, es ist jetzt spielerisch kein Meisterwerk. Also das ist nicht so, wie ich mir denke, wie zum Beispiel das Naruto-Spiel war ja damals eigentlich echt cool, auch wenn man mit der Serie überhaupt nichts anfangen konnte. Weil ich da einfach das Gameplay echt cool fand. Ja, das heißt, irgendwie dann schon. Ich meine, da war mir teilweise zwischendurch auch zu viel Story. Da war aber wahrscheinlich aber auch das Problem im Vergleich, dass es für mich halt einfach zu viel Story war, weil ich halt jetzt nicht so der Naruto-Mensch bin und ich da auch überhaupt nicht drin war und völlig überfordert war mit den 12 Millionen Charakteren. Genau, aber ich fand quasi den ganz normalen, nicht Story-Modus, sondern sich quasi einfach der gegenseitig zu prügeln, den fand ich bei Naruto echt cool. Das Spiel auch echt witzig gestaltet war. Ja, und das war so ein bisschen. Ja, das war nicht nur so spektakulär, sondern ich kann es tatsächlich halt auch wieder so ein bisschen an. Das ist mehr, das ist, also ich meine, es war ja mehr oder minder was ein Beat'em'up in 3D. Mhm. Und ich fand es aber cool, weil es eigentlich ziemlich simpel gestrickt war. Das war jetzt nicht so komplex wie whatever Soul Calibur, wo du dir 100.000 Moves auswendig lernen musstest. Sondern das war eher so wie Street Fighter, wo du im Prinzip eigentlich krass viel Timing hattest. Und eigentlich nur eine sehr begrenzte Anzahl an Moves hattest. Aber es ist halt trotzdem nicht easy war zu erspielen, weil wie gesagt, ja, und ich meine, man hatte relativ wenig Kombinationsmöglichkeiten, aber die Kombos haben sich halt an die Spielgeschichte auch angepasst. Was ich sehr gut gesehen habe, halt quasi trotzdem nicht immer dieselben 3-4 Sachen gemacht hast, sondern dass du quasi immer dieselbe Eingabe gemacht hast, mal auf andere Ergebnisse überwiesen. Du, Chris. Guck, da scheitern wir schon am Haken. Ah, jetzt
hast du dir gleich gezogen. Und sie war gut. Aber ich kann mir das auch vorstellen, dass das je nachdem dann, also je nachdem wie schwer das dann später noch wird, dass das dann auch im Singleplayer vielleicht manchmal frustrierend sein kann, weil das, weil ich glaube, diese Arena-Kämpfe ja darauf ausgelegt sind, dass man in einem Team spielt, dass man verschiedene Rollen hat, dass die Leute einen heilen, schielen und so weiter. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass eventuell also die NPCs nicht immer ganz die richtigen Entscheidungen in dem Moment. Doch, hier ist die Blumenudel. Hau sie um. Mach sie alle. Hau sie das Silikon weg. Hey. Ja, geht doch. Aber der Chris muss erstmal das Pad sauber machen, ja, weil er so voll geschwitzt hat. Natürlich. Jetzt habe ich Brillenschlampe gelesen. Timora ist heute schon verstört. Wir haben vorhin über. Wir haben zu viele Boys laufen an Gas. Nein, da kam sowas ja nicht vor. Meine Sachen waren ganz harmlos. Ja. Ich will nicht wissen, was da später noch bei der Area abging. In ihrem komischen. Wie hieß es? Ja, wir haben gesagt, schade, dass der Benny jetzt nicht mehr da ist. Wieso? Ja, du wolltest doch wissen, worum es geht. Ja. Ich wäre wahrscheinlich eines, wäre dann voll enttäuscht gewesen. Ja, wahrscheinlich. Wie hieß das irgendwas mit Daddy? Kein Darf Dad ich wie der andere. Ah, kein Dad wie der andere. Und dabei siehst du ein Mädchen, das einen Mann küsst. Ach so, ja. Das. Das ist Caballo. Ich glaube, es lügt nicht. Alles, was auf dem Cover versprochen wird, ist tatsächlich im Spiel auch so. Es ist vielleicht nur ein wenig, Manga ist vielleicht nur ein wenig anders als uns vielleicht. Ja, das ist ja auch irgendwie logisch. Ja. Habt ihr eigentlich mittlerweile alle. Also Noah, du hast ja hier SAO erste Folge gesehen. Wieso erste Folge? Achso, du meinst Alicization, ja. Ich hab ja nicht wirklich viel von gesehen, weil ich die meiste Zeit ja damit beschäftigt war, durch die reinzulaufen und zu gucken, was kann ich. Ja, ich hab auch nicht wirklich viel mitgekriegt. Und ich habe nur mitbekommen, dass es wohl am Ende eine recht witzige Sequenz wohl gibt, wo sie irgendwie zusammensitzen und Asuna sehr verstörende Dinge erzählt. Also was heißt verstörend, aber sie trackt ja Kirito. Auf eine sehr stalkerartige Art. Aber das kommt ja noch, ich bin mir sicher, nämlich... Wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht spoilern, weil es waren ja nur 1300 Leute da, die es gesehen haben. Ja. So, jetzt gehen wir zurück, jetzt machen wir den PvP. Achso, ich wollte jetzt noch eine Mission spielen. Ja, und dann haben wir schon 9. Ja, stimmt, das ist schon. Nein, fängst du an mit dem PvP? Nee! Jawohl! Chris, bald ihr deines Amtes? Jo! Du musst das Spiel erstmal starten. Nee, ich bin sogar drin. Jetzt gehst du auf Online-Kampf? Ich muss nur raus. Ins Main. Konstantin Prime, er war da! Juhu! So, dann. Komm, kann ich euch nachjoinen? Oder? Ja, er lädt dich ein. Geh mal auf Ranglisten-Match. Können wir schon lange das ja, spielen. Ja, ich wollte schon mal. Jetzt zurück zu Viereck. Einmal. Der Button in der Mitte ist zum Warten. Er lädt gerade. Jetzt legst du Chris an. Hier. So, etwas. Jim. Ich bin gespannt. Ich auch. Jetzt sehen wir aber nur, also die Leute sehen... Sehen jetzt das, nur das, was wir hier auf dem Fernseher haben. Ja. Tja. Chris, du bist die Geheimwaffe. Ach so, echt? Ja. Hodging, da ist er schon. Guck. Saber war auch da, stimmt. Wir haben uns gesehen und gesprochen. So, und jetzt ist nämlich der Witz, wir sind in Europa. Die Verlosung? So,
Nee, noch nicht. Du musst dann kurz nach, glaube ich. Wir wechseln dann noch ein paar Nachrichten zu. Weil der bringt mir dann ja auch hier im Chat einen Hinweis, dass die Verlosung beendet wurde. Ja. Genau, hab steht ich vorher gemerkt, ja. Ja, voll der Spoiler. Jetzt brauche ich den Anime gar nicht mehr schauen, ja. Genau. Kirito war auch da. Bester Internetempfang bei Kartenzahlung. Richtig. Sensationell, ja. Der war sensationell. Zum Glück hatte ich das bei mir in der Kasse nicht. Ja, wir waren die Glücklichen ohne Kartenzahlung. Ja, toll. Schön für euch. Dafür standen wir ganz vorne und haben die ganzen Leute abgefangen, die... Ja, und zu Chris und zu mir kamen die Verzweifelten, ja. die sich auch nach 20 Minuten vorne stehen, nicht entscheiden konnten, was sie haben wollen. Das war sensationell. Müssen wir jetzt so lange warten, bis da ja, alle Slots gefüllt sind, oder was? Ja. Aber es kann auch ganz schnell gehen. Das letzte Mal war es dann einfach nur Wumm und... Brech mal ab, Chris. Oh, okay. Die Frage aller Fragen, müssen wir jetzt den Chris nochmal wieder jedes Mal neu einladen? Ja. Aber guck mal, der Chris hat einen anderen Charakter. Ja, das wechselt immer. Das wechselt die ganze Zeit. Hier ist und wieder aufs Hauptmenü kommst, wechselt das Hauptmenü. soweit waren wir schon. So. Da L1, R1 kannst du umstellen. Aha. Russland! Afrika, Ostasien, Asien. Oh, gib mal einen für. Gibt es nicht einen, der global ist? Also, wo du quasi das ein? Nee. Andere. Aus Mars, Russland? Nee. Aber ich glaube, es wäre. Mach mal Asien. Wahrscheinlich in Asien haben wir die meisten Chancen. Wie viel Uhr haben wir denn gerade? Ich wollte gerade sagen, da ist doch jetzt morgens. Ja, aber die Otaku spielen ja 24/7. Ja, vor allem ist es bei Monster Hunter auch so. Es ist völlig wurscht, zu welcher Tageszeit du spielst. Du findest immer irgendwelche Asiaten, die mit dir zusammen spielen. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig irgendwie. Aber du kannst, habe ich festgestellt vorhin, wenn du das Match quasi beendet hast, sagen, dass du mit denselben Leuten weiterspielen willst. Mhm. Du bist ein erwartungsvoller Neuling. Von jedem zwei Teil, ja, Kirito, ich erinnere mich. Alles bitte zweimal. Könnt ihr es mir einpacken? Also ich jetzt noch Bonbon. Ich habe immer die Hoffnung, dass wenn der Philipp mir das Pad abnimmt, dass er dann spielt. Achso, soll ich spielen, will ich spielen. Ich mach das auch. Kicker halt jetzt voll auf die Fresse. Das geht auch nicht. Sei froh, dass ich da bin. Ich kicke ja, gut, auf die also Fresse ich erwarte jetzt nicht, dass wenn ich ein Matchmaking starte, dass ich 10 Sekunden später in der Partie drin bin. Das habe ich selbst zur Hochzeit von Overwatch. Echt? Nee, ja, geht es nicht so schnell. Ja. Aber bei Overwatch kannst du auch mal 1-2 Minuten warten. Und da sind die Server ja, weil er halt, gut, bei Overwatch muss man auch dazu sagen, da läuft halt im Hintergrund das Matchmaking krasser, dass er die halt mehr schon. Versucht, dir die Leute passend zuzuweisen. Passend zuzuweisen. Wann ist denn das Spiel rausgekommen? Das da? Mhm. Letzte Woche irgendwann. Ich glaube am Freitag. Freitag, ja. Von dem her. Irgendwann nach ein paar Jahren kannst du es gar nicht mehr spielen, weil keiner sich mehr ist ja bei viel tatsächlich, also ich, ja, ich glaube, dass das Problem ist nicht, dass das nicht mehr so lange dauert. Ich wollte damals immer das komische Spiel spielen, wo du dich in diesen riesigen Ritter verwandeln kannst, weil das ja tatsächlich auch scheinbar einen ziemlich lustigen Online-Modus haben soll. Das Spiel, wo man sich in einen riesigen Ritter verwandeln kann. Ja, das ist auch so Anime-Style gewesen und du hattest dann auch irgendwie Open World und konntest dann auch irgendwie rumlaufen und dein Städtchen, also das Städtchen aufbauen ist übertrieben, aber so ein bisschen. Und das mit diesem in den richtig riesigen Ritter verwandeln konntest du nur in der Story, ich weiß aber nicht mehr, wie das Spiel hieß. Und das Spiel war tatsächlich damals echt gut. White Knight Chronicle? Ja, genau. Und da sind auch die Server super schnell eingestellt worden, weswegen ich mir das Spiel dann nie gekauft habe, weil also das Spiel hauptsächlich so cool war wegen dem Online-Modus scheinbar. Und das zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das Spiel kaufen wollte, aber gar nicht mehr möglich war, aber keine Server. Das war sehr schade. Hat jemand einen Stifter? Ich kann keinen holen. Tada! Wir haben einen Gewinner. Ich hole. Konstantin Prime. Herzlichen Glückwunsch.
Saber weint jetzt noch mehr. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt stolzer, neuer... Es geht vorwärts. Chris! Schneller! Los! Chris, wen bist du? Ihr habt nur 25 Sekunden Zeit. Ich? Also den oben in der Mitte, das ist dein Love Interest. Das ist der, den ich vorhin mit Karten geboostet habe. Dann nehmen wir mal den. Chris, oh, guck mal, was der für riesige blaue Augen hat. Wie hieß der Konstantin? Wie hieß Psycho? Konstantin Prime. Die sind mit Psycho-Tanz. Mit Karten ist dann Prime. Genau, Konstantin Prime. Prime. Du bist stolzer Besitzer. Dieses riesigen Fate Stay Night Heaven Sphere Akiba Passbanners. Und das nächste Gewinnspiel starten wir sofort, sobald wir diese Runde. Und jetzt ist das, was mir vorhin schon aufgefallen ist. Guck mal, wie die aufgefüllt werden. Ich bin mir sicher, dass Klaus, Magna und die anderen nämlich keine menschlichen Spieler sind, sondern dass nach einer gewissen Zeit mit Bots aufgefüllt wird. Ja, weil Juno, Fana, Yami, Noel. Das sind nämlich alles ihre normalen Namen. Was bedeutet, jetzt spielst du mit Chris zusammen mit 2 Bots gegen 4 Bots? Ja, vielleicht kriege ich dann doch nicht so auf die Fresse, wenn mir einer sagt, heute noch nicht. Und dann kannst du noch mit R1 kannst du so rutschen, so eine Dash-Attack machen. Feuerball-Arsch. Also du kannst mit R1, drück mal L1, Entschuldigung, L1. Ja. Ja, du kannst, wenn du es jetzt machen würdest, was ich sage, dann könntest du auch dashen. L1 drücken. Das ist dein Fußkick. Ja, aber das hätte ich vielleicht machen sollen, wenn du nicht. Und wenn du L2 drückst, kannst du boosten können. Mhm. Da muss auch kein Gegner in der Nähe sein. Machen wir dann ein neues Gewinnspiel? Ja. Ich muss gerade leider nur, weil nachdem ich ja spielen muss. Aua! Der ominöse Drache. Holla, die Waldfee! Da bin ich gut genug. Wir haben halt alles reingehauen, was wir hatten. Das war quasi eine Ulti-Schlacht. Ja. Ich meine, das macht es jetzt eigentlich noch peinlicher, wenn wir es schaffen, wenn wir dann auch noch gegen die Bots verlieren. Ich bin sicher, ob du überhaupt sagen willst, damit machst du nämlich krassen Schaden mit deinen Nahkampfangriffen. Oh, ich hab gedacht, der wäre gleich tot. Ich kann tatsächlich nicht erkennen, wie viel Lebenspunkte du da hast. Irgendwie ist es strange. Du hast ja oben über die gelbe Leiste, das ist ja quasi das Schild, und unten drunter hast du ja seine Lebensleiste. Ja. Und die gelbe fühlt sich quasi auf und die andere scheinbar irgendwie nicht. Tatsächlich war ich jetzt gerade so. Hatte ich gedacht, der ist gleich tot. Drück mal L2. Nein. Jetzt runter. Das kann doch nicht sein, dass ich hier nicht spiele. Ja, und jetzt sieht das Problem, ich habe keine Ahnung, was mich gerade getötet hat. Das waren einfach nur 10 Millionen. Aber ist auch ganz im Ernst, ich wollte gerade sagen, so viel wieder reingetaumelt. Ist auch scheißegal, was dich getötet hat. Das ist halt irgendeine Attacke von denen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich total schade fand. Du hast eine riesen Map und du rennst eigentlich nur zu einem Punkt und auf diesem Punkt geht quasi die Welt runter. Und du wirst die ganze Zeit nur damit beschäftigt, quasi dich wieder zu beleben, zu spawnen und von deinem Spawnpunkt dann wieder zurückzulaufen. Und es ist, wie ich gesagt habe, wir kriegen von den Bots so richtig auf die Mütze. Außer der Chris kann das. Ja. Bist du schon gestorben, Chris? Doch, ich bin schon zweimal gestorben. Aber ich kann mich auch heilen, ehrlich gesagt. Und ich glaube wahrscheinlich, der Chris hat auch ein paar Mal mehr gespielt als ich. Was trotzdem nicht keine Rechtfertigung ist, dass ich mich hier so gut anstelle.
Jetzt aber auch. Nee, es ist ja kristallrot. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Wie ist das passiert, dass ihr gewechselt habt? Ach so, jetzt ist unten der Seitenwechsel, macht mich bereit. Ach so, jetzt verstehe ich. Jetzt müssen die den Kristall. Und jetzt müssen sie den Kristall, wenn sie ihn schaffen, weiter zu verschieben als ihr, sie haben die gewonnen. Wenn du jetzt bei Gegnern stehst, musst du drei drücken. Also da musst du aber bei Gegnern stehen. Ah! Oh, zwei sogar! Weil jetzt gehst du die Zeit und drückst drei. Nein, ich bin Dash. Das war natürlich keine gute Idee, da reinzulaufen. Aber tatsächlich, so finde ich das gerade eben schon witziger. Auch wenn ich völlig auf die Fresse bekommen habe, aber ich habe es auch sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gleich anfange zu kotzen, wenn ich auf dem Bildschirm da spiele. Ach so, okay. Achso, ich wollte jetzt das nächste Gewinnspiel starten. Und das ist tatsächlich auch, was ich ganz cool finde, die werden irgendwie auch unterschiedlich bewertet, je nachdem. Also so ein bisschen wie damals bei WoW. Also wenn du quasi zum Beispiel mit einem Damage-Leader spielst, steht am Ende da, wie viel Schaden du, glaube ich, zugefügt hast. Und wenn du mit einem Heiler spielst, steht dann dabei... Soll ich jetzt auch Menschen, gehen. Oder? Ja, mach mal. Next Game. Genau. Jetzt schauen wir mal, ob wenigstens wir zwei zusammenbleiben oder ob ich wieder einladen muss. Nee, guck, perfekt. So. Also das ist ja auch ein bisschen nervig finde, ist, dass ich das Matching quasi nicht abbrechen kann, ohne dich rauszukicken bei mir. Also ich fände es cooler, wenn ich jetzt mit dir zusammen drin bleiben würde und dann das Matchmaking neu machen könnte. Weil sonst müssen wir... Also musstest du sie jetzt mal einladen? Nee, jetzt nicht. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wechseln jetzt wieder die Region, weil in Asien scheinbar noch weniger los ist als in Europa, muss ich jetzt quasi abbrechen, dann haue ich die Nora wieder aus meiner Sitzung raus, wechsle die Region und muss sie dann wieder einladen. Wir hätten auch mal tatsächlich auf Nordamerika wechseln können. Stimmt, da ist ja... Weil die Amis stehen ja total auf solche Titel. Vielleicht haben wir da noch mehr Chancen, dass da etwas mehr geht. Nora, möchtest du ganz kurz schnell demonstrieren, was unser nächster Gewinn ist? Ja. Wo wir schon von Nagisa... Nicht von Nagisa. Oh mein Gott, wieso verlosen wir die? Ich will die selber haben. Ja, weil die in der Verlosungskiste sind. Ja, das hättest du dir vorher... Ja, ich habe nicht gesehen, was du hier reingetragen hast. Egal. Ihr könnt gewinnen... Ein Freesäckchen. No. Und zwar mit dem Maskottchen, ja? Das ist das Iva-Täubchen. Ja. Und für alle Uneingeweihten. Genau, das Iva-Täubchen. Als Stofftier. Form in... Als Anhänger? Nee, das ist ein Anhänger. Ich glaube, es ist einfach nur ein Stofftier. Nö, es ist einfach nur so ein... Stofftierchen. Oh, wie süß. Ich glaube, das hat einen weichen... Ein Briefbeschwerer. Vielleicht kann man das... Nee, ich glaube, es ist nicht schwer genug für einen Briefbeschwerer. Außerdem geht nichts über meinen Kommunisten-Briefbeschwerer. Das ist einfach der beste Briefbeschwerer aller Zeiten. Genau, also gut. Nach Amerika im Ganzen, Chris. Dann schauen wir mal, was da rauskommt. Genau. Und um, ich sag mal... der Preis ist ein Iva-Täubchen. Set. Du meinst so? Ja. Das Iva-Täubchen Merch Set. Bestehend aus einem Iva-Täubchen Stoffsäckchen, wo ihr alles wirklich reintun könnt. Ich würde in sowas 10 Millionen Tokens, Würfel oder ähnliches, ihr könnt das Iva-Täubchen Stofftier in den Iva-Täubchen Beutel packen. Oder euer Geld darin aufbewahren. Ja, und das Ganze euch dann um den Hals hängen, wie damals in der 4. Klasse. Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, aber damals... Oh
hatte ich nicht. Du den Hals hier hatten? Ich nicht. Ich hatte in der vierten Klasse den klassischen Kipling-Beutel. Kennst du den noch? Diesen blauen Kipling-Geldbeutel, den du an so einem riesen Band um den Hals hängen hattest. Nein. Doch, den hatte ich in der Grundschule. Aber den hatte jeder aus meiner Klasse. Okay. Ja. Den Kipling, was auch immer, Geldbeutel. So, unser Stream geht noch knapp eine Dreiviertelstunde. Das heißt, wir setzen das Ganze mal auf 35 Minuten, die ihr jetzt Zeit habt. Dafür müsst ihr einfach, free wäre ein bisschen zu einfach. Ich finde, wir verkomplizieren das Gewinnspiel, indem wir Iva Täubchen haben wollen. Nora, habe ich es richtig geschrieben, bevor ich mich zum Affen mache? Sehr gut. Es wäre noch witziger, wenn es falsch geschrieben wäre. Nein. Ja, wobei, das wird es noch schwieriger. Wir haben etwa 10 wahllose, hintereinander geringte Reiter, ganz seltsam als Symbole. Das sieht ja fast so aus. Gut. Oh Mann. So, nein, ihr gewinnt. Warum geben dann immer alle Ausrufezeichen Benny ein? Ihr könnt mich nicht gewinnen. Das haben wir jetzt schon jede Woche besprochen. Es geht nicht. Vielleicht mal die Kamera wechseln, wenn man die Gewinne vorstellt. Das können wir gerne jetzt noch schnell machen, während wir hier suchen. Dazu muss ich nur mal kurz... Wundert euch nicht, dass da jetzt Otaku-Cast steht, aber das Otaku-Cast-Fenster ist das einzige, wo wir quasi im Vollbild drauf sind. So, Nora, zeig mal schnell. Nein, schnell! Ja. Der Beutel... Ach, das dauert und das Stofftier. Das könnt ihr gewinnen. Yay! Da ist die Kamera. Ich guck gerade auf den Fernseher. Muss ich das richtig spielen? Ach Gott. Bist du die Schafe in ihm? Ja. Keine Ahnung. Die Schafe. Oh Gott, die hat so ein Wiki der Wikinger-Ding. Ja. So. Vielleicht hat sie auch einfach nur Schnupfen und muss den Rotz oben halten, damit er nicht rausläuft. Ja, das wäre genau das gleiche. Nicht. Mimose. Also was halt tatsächlich natürlich sein kann, ich weiß nicht, wie ein Spielrelease hatte. Vielleicht wird es noch besser, aber momentan ist da tatsächlich erstaunlich wenig los. Anscheinend spinnt unser Editor von unserem schönen Streamlabs, denn wir haben gerade die Szene nicht gewechselt. Oh. Wir zeigen es euch gleich nochmal. Ich deaktiviere hier mal die einen Modi und versuche das Ganze zu gucken. Weil er gerade quasi nicht die Transition auf unsere Folgekamera gemacht hat. Warum auch immer. Wir werden es gleich nochmal probieren. In der nächsten Pause, wenn wir wieder 5 Minuten drauf warten, bis das nächste Matchmaking passt. Habt ihr jetzt wieder nur Bots bekommen? Ja. Sehr schön. Anscheinend sind wir auf der Welt die einzigen zwei, die spielbar spielen. Ja, mich wundert es auch, weil normalerweise sind da mindestens immer 2-3 Leute im Chat dabei, die dann das Schreien anfangen, dass wir sie doch in die Party einladen sollen, dass sie mitspielen können. Das Spiel scheint ziemlich schief zu sein. Ihr wollt alle einen SRO Energy Drink. Zum Glück haben wir alle SAO Energy Drinks auf dem Alicization Event verwiesen. Du bist Noel, oder? Keine Ahnung, wer ich bin. Wen meinst du denn mit Noel? So, nee. Beim nee, bei dir, beim Philipp muss tatsächlich Karl Basti überspielen. Ah ja. Weil theoretisch kannst du ihn auch heilen, aber du bist ein Sechser. Ich muss nur den Kuchen essen. Schnell, isst den Kuchen. Okay, von Mimosa bis ich weiß es eben auch nicht was. Also, richtig. Das ist die Nudel mit dem Drachen, ne? Also sie hat aber nicht gedracht in dem Moment. Also, ich habe keine Ahnung, warum ich gestorben bin. Ich bin so ein Kristall, ne?
Ja, das stimmt schon, das ist für den Charakter echt geil, weil du mit dem ultraschnell durch die durch die Map durchkommst und du spielst sie dann noch Dash. Also machst du nicht wirklich viel Schaden. Mit den anderen zwei Treffen. Der Klaus. Der Klaus! Der Klaus, der Klaus. Ja, aber komm, das schaffen wir jetzt. Jetzt haben wir noch einen neuen und wir haben noch eine Zeit für den Rücken. Noah, tut mir leid, das könnte ich. Ich wollte gerade sagen, die Noah rockt jetzt plötzlich. Kaum geht so was. Nee, die haut ja das fette Schaf und dann springt sie da rum und dann kriegen die Gegner sie nicht mehr. Siehst du? Boom. Face. Z. Ich hab gar nichts gemacht. Ja. Jetzt hat sich seine Augenfarbe geändert. Davor hat er blaue Augen gehabt, jetzt hat er grüne Augen gehabt. Ja, vielleicht hat er das Kostüm gewechselt. Vielleicht wechselt er seine Augenfarbe auch. Ja, verstehe. Verstehe. Dann gucken wir mal weiter. Und werden... Chami findet das toll aus. Und Lachs sagt, dass er nicht allein ist. Das ist gut, dass wir zwei als einzige Menschen die Spieler uns den ersten Platz teilen bei 4 Abstimmungen. Das finde ich ziemlich gut. Mhm. So, weiter. Wir haben einen Stufenanstieg und neue Karten. Oui. Munition von dunkler Vereinigung. In Klammern viel. Mhm. Ja, bla, magischer Veteran. Ja, zum nächsten Spiel. So, während wir jetzt wahrscheinlich wieder im Matchmaking hängen, probieren wir nochmal umzuschalten auf das. Wechseln wir wieder auf Europa. Ich möchte nächstes einmal mit menschlichen Spielern und nicht mit Bots zusammen. So, ich diesmal. Gut, dann mache ich Platz nur, dann kannst du auch noch mehr. Prüfen wir, ob er tatsächlich wechselt. Tatsache, jetzt hat er gewechselt. Kann ich mal das Zeug nochmal sehen? Ja. Ja. Jetzt bitte. Okay. Nee. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Warte mal, ich drehe den Bildschirm noch so ein bisschen hin. Das ist die ominöse Tasche, Beutel, Dingsy, die man sich mit Kleingeld vormachen kann und um den Hals hängen kann, am Gürtel befestigen kann oder eine Art. Oh, also Leute, damit das prügeln kann, wenn das Geld voll ist. Man kann da drin auch das Übertäubchenstofftier, was es mit dazu gibt, gewinnen. Ja, das seht ihr hier. Ein formschönes Übertäubchen. Hup, hup. Aus Japan natürlich. Heißer Schick. Präsentiert von Nora, unserem Pfeffertäubchen. Tauchen mit Pfeffer, das klingt irgendwie nach Essen. Achso. Ich wollte gerade sagen, wir können ja nur auch einfach den Übertäubchen-Hut dann noch aufsetzen, den wir haben. Oh ja! Der ist großartig. Ich bin da voll dafür. Bei dem ja echte Viecher. Den verlosen wir aber. Der wird nicht verlost, nee. Wenn wir das nächste Mal irgendwas mit Free haben, werde ich den zur Moderation aufsetzen. Das habe ich schon beschlossen. Nora, der sieht so unfassbar gut aus. Warte mal, dafür werde ich es extra nochmal auf groß schalten. Guck mal, und schon haben wir. Oh, mit dem einen haben wir vorhin schon gespielt. Der mit dem Schwesterkomplex, ja, genau. Den 1C87. Danach haben wir vorhin kurz schon mal online mit denen gespielt. Hut. Und Seegurk ist immerhin ein Profikämpfer. Schaut aus, als hätte ich jetzt irgendwie Backenschmerzen oder so Zahnschmerzen. Ja, oder als würdest du zu den armen Menschen gehören, die mit dem Sturzhelm immer rumlaufen müssen. Ja. Wäre nicht schlecht, dann kann ich mir nicht mehr wehtun. Ja, aber komm, du bist ja schon ein halber Terminator, Nova. Ja, richtig. Also. Das übrigens hier, der formschöne Iwatäubchen-Hut, den wir freundlicherweise damals vom... Wie ein Pilz? Du kannst mit dem eben picken. Vom Nishide, glaube ich, haben wir den bekommen, oder? Na, das ist daneben gepickt, Nova. Du knurrst mich gerade einfach nur. Muss die Augen auspicken, also. Oh, das ist der neue Trick, wenn die Nora mit Basti im Büro sitzt und der Basti sie irgendwie nervt, dann sitzt sie das Ding das auf und läuft zum Basti rüber und fängt an, dann auf ihn einzuschlagen. Ich kann nicht mehr ernst bleiben, was ist denn der Name? Warte, wir wollen aufs Gaming zurückschalten. Nein, wollen wir nicht, das ist so viel besser. Wir sind nicht, dass ihr euch meldet, es passiert gerade nichts, wir sind in der Warteschleife. Ja, mal wieder. Allerdings haben wir jetzt schon drei andere Spieler. Menschliche Spieler. Oh mein Gott, das
Und jetzt und ich wette, dass der mit dem Schwesterkomplex bestimmt einer unserer Zuschauer ist. Oder einer unserer. Mit dem, wie gesagt, haben wir vorhin haben wir schon mal zusammen gespielt. Das Problem an der Nummer ist jetzt, dass es total unfair ist. Denn wenn die Aufteilung so bleiben würde und die Bots auffüllen, also jetzt geht's, aber vorhin hätten wir dann also quasi einen menschlichen Spieler mehr gehabt. Verstehe. Also das ist ja auch irgendwie nervig. Was passiert, wenn ich das jetzt da über das Mikro stülpe? Ich weiß nicht, ich glaube, dann hört man uns nur noch sehr dumpf. Aber in dem Moment, wenn du es drüber stülpst, wird es erstmal, glaube ich, sehr laut werden. Ja, der ist fast genauso cool wie unser, also nein, eigentlich finde ich ihn sogar cooler als unseren Haro-Rucksack. Haro, ich, ne? Wir haben auch noch einen Haro-Rucksack. Nee, das ist doch Rin. Ist das Rin? Ja. Nee, das ist doch Haruka. Du meinst den draußen in der Kiste? Der da im Regal liegt. Das ist der Haro. Ach so, das? Ja, nee. Ich weiß auch nicht, ob das... Turnbeutel meinte ich jetzt, den wir noch haben. Ah ja, wir haben noch einen Turnbeutel. Aber ich meinte den, weil den kannst du dir auch tatsächlich umhängen. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob man irgendwas in ihn reinpacken kann, aber... Also, schauen wir mal nach. Mir fällt da sehr viel ein. Ja, Benni, was möchtest du in Haro reinpacken? Aber auf sehr klein eingestellt gerade die Henkel, ja, oder? Ja, kann man die auch größer machen? Ja, irgendwie schon. Guck mal, man kann ihn schultern. Dann ist es aber immer noch für sehr kleine Menschen. Für das klassische japanische Schulmädchen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob du da Schulsachen reinkriegst, Benni. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt was reintun kann. Die hängt mal draußen dran einfach. Ah, oh nein! Na gut, dann können wir wieder auf den Rucksack zurückschalten. Tada! Alter, jetzt hat er das Ganze rausgeschmissen. Oh Mann. Ist das der ist nicht super, Nora? Ja. Ist der nicht mega? Das ist tatsächlich etwas eng. Das ist der neue Hot Shit. Auf der nächsten Convention wollen sie alle einen Haro-Rucksack haben. So ist das. Wo geht er jetzt auf? Ich weiß noch nicht, ob du da überhaupt irgendwas reintun kannst oder ob das nicht einfach dafür gedacht ist. Das ist einfach nur ein sich den umzuhängen. Haruka, den ja, man sich stimmt. umhängen kann. Das sind alle Räume, die in Europa momentan gerade offen sind. Ach doch, das ist ein Reißverschluss. Ach, oh, unter der Frisur. Oh Gott, ja. Das schaut ja komisch aus. Guck mal, Haruka hat ein zweites Gesicht. Ich wollte gerade sagen, das ist ein zweiter Mund. Jetzt beweg den Mund mal. Hallo. Hallo. Ich bin der genmutierte Haruka. Oh, es ist ein Verbindungsproblem. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass einfach die Server gerade überlastet sind. Ah, da kannst du eh Kopf was rein tun. Ich sehe schon, wir kommen langsam wieder in die Regionen von Star Wars. Aber immerhin haben wir dreimal zusammen gespielt, bevor das Spiel nicht mehr ging oder bevor die Server uns nicht mehr haben wollten. Tada! So, wir packen das mal wieder zurück. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr kriegt den wunderschönen Hut und den Haruka-Rucksack. Nein, den machen wir nicht. Nein, der bleibt bei uns. Ihr kriegt aber das Iwa-Täubchen. Merchandising-Paket auch bestehend aus einem Iwa-Täubchen-Beutel und einem Iwa-Täubchen-Mini-Stofftier. Yes, yes. Wieder raus. Sonnenteil. Ah, endlich. Ich bin befreit. Ich soll den Clip anschauen. Den kann ich mir leider jetzt gerade nicht anschauen, selber, weil wir hier keinen Ton am Rechner haben, selbst wenn ich den Clip anschaue. Ich gehe aber mal davon aus, dass der Clip sagt, dass ich gesagt habe, dass ich beim nächsten Mal, wenn wir irgendwas mit Free machen, das Ding aufhabe zu moderieren. Ach so. Und das ist auch, da könnt ihr auch einen Clip drauf machen, weil das werde ich tun. Ich wollte das nämlich eigentlich, als wir auf dem letzten Festival Take Your Marks gezeigt haben, wollte ich das eigentlich schon tun, aber dann hat der Basti gesagt, nein, wir moderieren den nicht an. Und dann habe ich den Hut auch nicht mitgenommen und hier im Büro gelassen. Tja. Naja. Achso, wir sollen mal gucken, ob der Bot Probleme mit den Gewinnspielteilnehmern hat. Aber da stehen sehr viele drin. Zum Beispiel Zaku, Konstantin Prime, den schmeißen wir gleich wieder raus, der hat schon gewonnen. Fernchen, Joro, Wirbelbee, Saber. Wo kannst du da wirklich wen rausschmeißen? Das wäre voll fies. Nicht. Nee, kann ich nicht. Sein Mist. Mensch. Du kannst einfach verschweigen, wenn er gewonnen. Nein, stimmt nicht, das kommt ja im Chat. Das kommt im Chat. Und das ist ja immer das Problem, weil ich hatte ja eigentlich mal die Ansage gemacht, wenn wir denjenigen ziehen, der schon gewonnen hat, dann ziehen wir neu. Ja. Aber dann gibt es wieder einen großen Aufschrei. Ach, so findest du? Ich finde. Ich fände das aber relativ fair. Da finde ich, kann man sich aber drüber streiten.
Mhm. Ich meine, die Gewinnchance ist ja eh schon recht hoch. Da machen ja jetzt nicht tausende Leute mit. Schau, Schneeheule, mal gucken. Du hast Iva Täubchen geschrieben, ob du jetzt bei uns im Gewinnspiel auftauchst. Tatsache, ja. Schneeheule. Ja. Ja. Funktioniert. Was bedeutet die 199 hinten dran? Bei wo? Bei Schneeheule. Vielleicht 199. Ist er 1999 geboren. Aber da sind die Leichen im Keller, die er einbetoniert hat. Schneeheule ist eine Sie. Glaubst du? Ja, ich meine, ich habe ihr schon mal was geschickt. Achso, okay, gut. Dann eine Sie. Dagmar. Jetzt habe ich's. Schneeheule. Gloriosa. Geoutet. Was? Es ist zu spät. Ich esse lieber ein Gummibärchen und höre euch nicht mehr zu. Was könnten die 199 denn noch stehen? Vielleicht die Anzahl der One-Night-Stands, die sie stehen. Das wäre ein bisschen gemein. Mhm. Aber es ist ja nur 199, das heißt 1999 kann auch nicht passen. Mhm. Guck mal, Verzweiflung, Vertilg.Teufel ist auch toll. Mhm. The Demon of Chaos, vor allem das sieht so aus, als wäre ja schon mega der Chief Checker, wo du dir denkst, wie hat er es geschafft, auf das Level hochzuspielen? Bei... Ich weiß nicht mal, für was die Zeichen vorne dran stehen, weil das Level ist nicht, weil bei mir und Chris steht immer 5. Oh, diesmal nämlich den Baseballspieler. Fältchen fragt, ob wir die Gewinnspiele nicht mit Punktkosten verbinden wollten. Was mit Nee, dass du quasi Aki-Points ausgibst, um an den Gewinnspielen teilzunehmen. Das geht tatsächlich. Das machen viele andere Streams, machen das auch so. Und wir haben das tatsächlich, glaube ich, bei irgendwas haben wir das auch schon mal ausprobiert, aber dadurch, dass wir die Gewinnspiele ja für alle machen wollen, sehen wir davon ab. Wir planen aber Sachen, also nicht verzagen, wir planen tatsächlich Sachen in naher Zukunft, die ihr mit euren Aki-Points machen könnt. Das ist das Autokennzeichen, aber warum hat das Autokennzeichen 199? Ist jetzt 2 gegen 1 oder was? Was bei der Aktion total ziemlich scheiße ist, weil dann stellt Chris sich in eine Zone und ich in die andere und er hat schon die Arschkarte irgendwie gezogen. Ja, aber wer weiß. Oder wenn ich spiele. Guck mal, er ist The Demon of Chaos. Vielleicht wurde er so gematcht, dass es von der Stärke. Und der wird euch jetzt halt einfach dermaßen herkloppen. Wahrscheinlich, davon gehe ich aus. Wäre für ihn sonst ziemlich frustrierend. Aber das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Weil ich meine, Zonenkontrolle, der Chris könnte sich jetzt auch einfach in eine reinstellen und ich könnte die ganze Zeit einfach nur hinterherlaufen und ihn töten, wenn ich es könnte. Ja, der Zaku bemerkt das richtig. 2 gegen 1, der Typ wird trotzdem gewinnen. Ja, sind wir sehr sicher. Ja, aber du hast recht. Also 2 gegen 1 eingibt. Wenn das 3 Leute sind, die es können, glaube ich, wäre es sehr unfair. Aber wer weiß, was dieser Game-Modus für Besonderheiten offenbart. Vielleicht zeigt er euch auch nur die 2 an. Nee, vorhin hat er die Bots auch angezeigt. Es kommt eh erstmal ein Verbindungsfehler. Also das ist tatsächlich ein großes Problem, dass das Matchmaking irgendwie strange ist. Ich kann mir nicht vorstellen, also selbst wenn das Spiel super unerfolgreich ist, in ganz Europa wird es gerade mehr als einen anderen Spieler als uns geben. Ja, wir hatten vorhin ja 3 andere, aber es wird auch mehr wie die 3 geben. Eben genau das ist es, also irgendwas ist jetzt total strange. Und wir laden jetzt gerade schon ziemlich lange. Aha, der ist jetzt rausgegangen und wir werden in die Lobby zurückgeschmissen. Das kann durchaus sein, Zaku. Denn er lädt verdammt lange. Mhm. Wahrscheinlich hat er auch gemerkt, so, wieso sind die jetzt 2 und nicht nur 1? Ja, aber tatsächlich, wenn ich in ein Match reingehe, und das ist ja tatsächlich ein Ranglisten-Match, und ich habe die, na gut, aber wenn ich lief, wird es sowieso abgezogen, dann zieht es sowieso als Verlust normalerweise. Aber da hätte ich auch keinen Bock drauf, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe vor, das Spiel ernsthaft zu spielen und komme in ein Match rein, wo ich sehe, okay, es sind 2, brauche ich eigentlich auch im Prinzip nicht großartig anfangen. Saber versucht es ganz trickreich. Benny to join. Mhm, to join a giveaway for Benny Body Pillow Merch Set. Leider heißt Saber noch nicht Peppermint Anime. Nee. Aber netter Versuch. Ja, ich glaube, das ist es jetzt gewesen, meine Lieben. So, machen wir Schluss für heute. Ja, wir haben leider noch eine halbe Stunde. Ja, du hast sicher irgendwelche Sachen, mit denen wir rumblüten.
Das ist wieder so ein Spiel, das in die Rubrik kommt. Das ist total schade, dass das Online-Spielen einfach so beschissen gehandelt ist. Ja. Ja, oder dass es halt aus irgendwelchen Gründen wieder nicht richtig funktioniert. Nee, das meine ich ja damit. Das ist Desktop angesprochen. Mhm. Mhm. Ich meine, also vielleicht sind wir da auch echt blöde, ja, aber wir haben bei so vielen Spielen schon Probleme gehabt, damit rumzuhandeln. Aber das passiert, das ist ja auch mal das Problem, weil wir halt immer im Multiplayer dann Spiele spielen. Also gut, Battlefront war ein großer Titel, da haben auch mehr als genug Leute zu dem Zeitpunkt gespielt. Da lag es eher daran, dass halt die Serverarchitektur für den Arsch und das Matchmaking von ihm. Ja, man kann sich noch damals daran erinnern, als wir hier Paintball gespielt haben, wie hieß es gleich wieder? Splatoon. Splatoon, das ist genau das gleiche, sensationelles Spiel und es ist einfach nur an diesem Multiplayer gescheitert und kann ja jetzt die Ladebildschirm nicht mal abbrechen oder so Blödsinn. Das ist nicht euer Ernst, liebe Leute. Das Schlimme an der Sache ist auch noch, dass normalerweise. Chris hat seinen Spaß. Das Schlimme an der Sache ist eigentlich auch noch, dass ich genau für solche Fälle, zumindest wenn ich den Stream betreue, immer mindestens ein Ersatzspiel in meiner Tasche dabei habe, dass wir im Notfall umswitchen können, wenn irgendwas richtig. Naja, aber jetzt haben wir das Problem, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich das Spiel quasi beenden, ne? Damit ich aus dem Ladebildschirm rauskomme. Du kannst nicht mal mehr eine CD rauswerfen, wenn du es abbrechen willst. Naja, gut, ich kann es halt einfach mittlerweile hier übers Menü schließen. Ja. Aber das war das Beste, wenn du quasi die Playstation sich so aufgegangen hatte, dass du das CD-Fach aufmachen musstest und dann den Reset-Knopf drückst. Ja, dann schauen wir jetzt noch kurz in den Herausforderungsmodus rein, weil der ist nämlich tatsächlich, was ich an dem besser finde, als die Story, dass du den Charakter nicht auswählen kannst. Hier, Kirito fragt, ob wir nicht mal Destiny 2 jetzt spielen wollen, weil es ja gerade Playstation Plus ist. Ja, das wäre tatsächlich was. Ich habe mir auch schon überlegt, ob wir die Story vom neuen Add-on nicht mitschneiden. Ja, aber das können wir ja nicht machen, weil wir alle gar kein DLC haben. Jupp, yep. Aber wir hatten das rausgebracht, für Publisher. Empfiehlt mir nicht. Das ist Activision Blizzard, das wäre da. Ja, PC war es besser, das Activision Blizzard. Ja, das machen wir. Wenn das so wäre, ja, dann hätten wir überhaupt keine Probleme, weil dann würden wir. Also, das stimmt, wir könnten aber Destiny auch so spielen, weil es ja gratis ist. Aber ich habe auch vor, die Erweiterung wahrscheinlich im Winter irgendwann zu holen. Gucken wir mal, vielleicht machen wir da was mit Destiny. So, du kannst jetzt nämlich hier die Charaktere nämlich aussuchen. Nimm doch mal Lack, wenn das dein Ding ist. Nee, wir nehmen den da, weil der ist witzig. Mag. Den haben wir vorhin schon kurz gespielt. Ja, gelesen. Und das ist quasi. Yo, Bruder, warte mal. Yo, Bruder! Yo, Bruder! Tatsächlich war unser SAO-Stream besser. Selbst da hat der Multiplayer besser funktioniert. Da ist er dann im Spiel gescheitert. Ja. Ja, schade. Ja, das wird immer mehr. Also das ist jetzt der Modus, in dem man quasi auch eine Arena zur Verfügung hat, kommen einfach Gegner und man muss irgendwie bestimmte Sachen erfüllen, um also das Ziel quasi zu erreichen. Aber es ist auch eine begrenzte Anzahl an Gegnern da, also es ist nicht so, dass man dich eine halbe Stunde durchprügeln kann, sondern es ist quasi schon irgendwie unter Druck. So. Ach, das ist der mit dem Baseballschläger? Ja. Ja, der ist ziemlich witzig zu spielen. Das Problem ist nur, also hier stehen jetzt eben meine Sachen drin, also mein Hauptziel ist quasi Lack zu besiegen. Ich muss dazu, um dies dann ordentlich zu erfüllen, Feuerball treffen, weiß ich nicht, whatever. Also keine bestimmte Art von Attacken machen. Mhm. So. Standardangriff, damit lade ich die Feuerbälle auf und dann. Oh, bist du der Baseballspieler? Jau! Das ist ja cool. Genau. Jetzt irgendwie. Nee, nee, oben ist eine Lebensanzeige. Das ist quasi wie ein Endbosskampf diesmal. Und die Baseball machen wirklich krassen Damage. Cool. Das würde
ist halt, dass er, also er hat keinen Doppelsprung oder irgendwie sowas und ist halt sonst auch relativ lahm unterwegs. Gut, dass er auch so im Gras ist. So, und jetzt konnte er noch. Bumm. Ja, das ist das Weg, das Sprinten. Das nimmt man scheinbar eher dazu her, um in den Kampf reinzulaufen. Aber was sie tatsächlich im Vergleich zum anderen weggequetscht haben, es gab wohl auch ein Beta-Bild, wo nämlich jedes Mal, wenn die Charaktere im Kampf was sagen, was wie ihr merkt, sie andauernd tun, dass sie das alles immer als Texteinblendung auch noch tun. Oh, okay. Was natürlich super war, weil euch das dann das halt komplett voll gemüht hat. Mhm. Weil ihr wirklich sagen, wenn ihr damit viel spielt, spielt ihr permanent mit. Ja genau, das sagt ja, das Blau ist mein Leben und das Gelbe oben ist quasi. Ja, das kannst du vielleicht auch nochmal zeigen, wie nochmal mit Dreiecken zu. Du warst ja schon unterwegs. Also man kann also auf Anpassen gehen. Bum, bum, bum. Und dann hat man oben quasi die ganzen Charaktere zur Auswahl. Das ist zum Beispiel der, den wir jetzt gerade gehabt hat. Das heißt, man kann die Kostüme im Prinzip auskaufen. Man sieht, wir haben jetzt oben 22.700 und dafür, dass wir jetzt im Prinzip jetzt nicht lange gespielt haben, mhm, ist es relativ viel. Das neue Kostüm kostet quasi ein Tausender. Dann hat man halt noch eben die Stimme, dass er halt noch mehr sagen kann. Und was halt am wichtigsten ist, quasi im Prinzip das Deck. Man hat im Prinzip drei Decks zur Auswahl. Jedes von den Decks hat im Prinzip vorherein irgendwelche besonderen Boni. Also hier zum Beispiel, da hat er mehr Feuerbälle, mit denen er schießen kann. Da wird dann die Fläche erhöht, in der der Schaden wirkt. Hier werden Feinde verlangsamt und man kann sich Decks quasi freikaufen. Die kosten dann eben im Prinzip 3000. Und dann gibt es hier auf der Seite im Prinzip die Karten, die man sich dann für das jeweilige Deck im Prinzip auch noch freischalten kann. Und da steht unten drunter, was sie können. Also hier zum Beispiel, beim Weglaufen, beim Rutschen mache ich mehr Schaden oder die Abklingzeiten werden erhöht, pipapo, whatever. Und dann kann man sich im Prinzip sein Deck von vornherein hier zusammenstellen und wenn man danach ins Spiel reingeht, kann man die im Prinzip vor dem Match wechseln bzw. ausrüsten, welches man halt haben möchte. Ich
Weißt du eigentlich hier vorab, welche Karten man freischaltet, wenn ja. du drüber gehst? Also es ist kein Zufall, sondern tatsächlich, du gehst auf die Karte und drunter wird dir angezeigt, was es kann und dann schaltest du im Prinzip die Karte frei, die du dazu haben möchtest. Achso, ja, stimmt, da steht es ja auch mythisch an. Also gut, man darf nicht vergessen, es gibt halt, ich habe keine Ahnung, wie viele 100 verschiedene Chars. Das bedeutet, das dauert dann schon eine ganze Zeit lang, bis du halt wahrscheinlich bei jedem alles freigeschalten hast. Aber das zum Beispiel ist der, den wir vorhin gespielt haben, da habe ich halt eben vorhin 4 Karten schon reingesetzt. Man kann da halt im Prinzip, wie gesagt, seinen Charakter dann noch so ein bisschen rumprobieren. Mhm. Genau. So ist das. Vorerst für jeden einzelnen Charakter. Ja, genau. Also wenn du siehst, sind hier unten die Karten. Es gibt quasi für jedes Deck 9 Karten, 9x3 mal Anzahl der Charaktere. Also unfassbar viel. Und dann gibt es ja auch noch die verschiedenen Ausrichtungen, die man machen kann. Wie hier eben Zerstörung, Verteidigung und so weiter. Hier war alles mal gut beschäftigt. Hier zum Beispiel, da hat er tatsächlich noch einen extra Luftsprung dazu. Stimmt, das wolltest du doch haben. Ja, aber dafür... Aber sind dann die Karten immer dieselben? Das ist ein bisschen schade. Übrigens habe ich gerade nachgeguckt auf How Long to Beat, um euch hier auch eine Info zu geben, wie lange man quasi braucht, um den Singleplayer theoretisch durchzuspielen, weil es ja eigentlich eher quasi eher auf den Online-Modus fokussiertes Spiel ist. Und tatsächlich auf How Long to Beat hat es bisher noch keiner eingetragen. Oh Gott. Vielleicht liegt's, ich weiß auch nicht, wie lange das dauert, bis das da reinkommt. Vielleicht liegt es auch tatsächlich daran, dass das Spiel halt wirklich in Europa am 13. September zum Beispiel rausgekommen ist, wie ich hier gerade sehe, in Nordamerika am 14. September. Also kann tatsächlich sein, dass es einfach noch keiner durchgespielt hat. Okay. Der hat gruselige Augen. Ich wollte gerade sagen, die sieht ziemlich creepy aus. Vor allem, weil sie auch noch die Hand so nach dir ausstreckt. Ja, krass. Oh Gott, jetzt schaut er mich an. Ja, aber gibt es dann nur eine Herausforderung? Schau mal, das ist total bescheuert. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend irgendwie. Ich glaube, Haru hat einen größeren Kopf als ich. Hey. Tja. Was machst du jetzt? Ich habe gerade geguckt, ob das. Also, scheinbar gibt es pro Charakter bloß eine von diesen Herausforderungsmissionen. Jetzt habe ich gerade geguckt, ob man das irgendwie noch anderweitig einmachen kann, aber geht nicht. Also, das wäre quasi wieder das gleiche wie der letzte. Ich habe schon irgendwie gedacht, da kommen mehrere. Wie gesagt, ich gehe fast davon aus, dass es eben. Guck mal, das ist ein Dolchwerfer-Spiel. Ich dachte, der ist so doof, hab ich gesagt. Ja, ich fand den auch nicht so cool. Juno! Ich werde verfolgt. Deswegen gehe ich direkt in den Wald über. Nee, wir sind an derselben Stelle. Zeigt euch! Das sind immer im Prinzip dieselben, die einfach nur herausfordern. Ich glaube, es soll die Power Rangers sein. Storymäßig ist das jetzt nicht so der Wahnsinn, glaube ich. Es gibt immer diese eine Kreuzung, wo sich alle treffen. So eine Art Verbrechergelb. Ihr tragt hier Unbeskühligkeit, das war die von mir. Juno! Mitglied der Morgen aus dem Dorf haben wir im Außenbezirk. Genau wie dieser Asta. Wir kennen mich an Asta. Rabbel, Sabbel, ich glaube, es ist alles sehr entspannend. Es geht um Kleeblätter, es geht um Wunderkinder und Genies. Und sie gehen irgendwo hin und Asta geht auch mit. Wenn du lange Rationen drückst, kannst du es auch einfach überspringen. Und Asta ist anscheinend echt zäh und wie war das gleich nochmal? Er ist stärker.
Jetzt kämpfst du gegen irgendjemanden. Das wird bestimmt spannend werden. Vielleicht ist es der rote Ranger. Oder so. Also ich finde halt echt krass, die Ladezeiten für die Arena. Ich meine, die sieht ganz schnucklig aus, aber... Das ist so eine traurige Attacke. Wenn du jetzt loslässt, machen sie eine andere. Ah, das ist das, was mich vorhin so krass getroffen hat. Ach ja, du konntest, wenn du L1 drückst, hast du so einen Bogen vor dir gekriegt, dann konntest du quasi auch schießen, hast aber mehr Damage gemacht. Auch nicht schlecht. Genau, da kannst du, aber ich schieße jetzt halt langsamer, mit den normalen, immer noch mit den normalen Attacken. Genau, da schießt du langsamer, machst mehr Damage, der geht aber mit der Zeit wieder weg. Und dann hast du mit L2, wenn du machst, dann macht er so eine Wave-Attacke. Genau. Ich glaube, dass die Herausforderung jetzt mal egal, das ist im Prinzip wie so ein Tutorial für diesen Charakter mehr oder weniger. Oh! Das war also eher eine Superlative-Klasse-Probe. Sieht ein bisschen unspektakulär aus, da sieht das mit dem Messer so ein geiler aus. Das heißt, jetzt stehst du dich dann in die Nähe von den Gegnern und drückst Dreieck. Und dann mache ich den Monster-Move und dann sind alle tot. Wahrscheinlich. Geil, drücken. Aber ich glaube, dass der Wirbel mit der Tabi der stärkste von ihnen war. Das ist auch gar nicht so. Das war voll dafür gesetzt. Ich glaube, das ist eine Attacke, die nach vorne geht. Das ist ja auch gerade gedacht. Ja. Wahrscheinlich große Probleme des Spiels auch später sein, oder dass man gerade sieht, man kann die Gegner hervorragend halten. Ohne dass das irgendwie großartig. Also ja, gut, wobei, wenn du halt gegen menschliche Spieler spielst, wird das dann ist anders. Ja, ja, ja. Ich meine, in der Story mal wird es wahrscheinlich auch relativ gut gehen. Ich gehe mal davon aus, dass du da mehr Möglichkeiten hast, die schneller als tief auf die Gegner zu kommen. Ja, das schon.
Holländer war ich viel. Was ist der letzte? Ja, ich nicht fertig, hast du es gewonnen. Ja, ist ein freier Fernkampfattack nach vorne. Jetzt wissen wir es auch. Ariane. Ja, Freunde der Sonne. Ja. wir schauen mal schnell, wer unser Gewinnspiel gewonnen hat. Für dieses wunderschöne Iwa-Träubchen Merchandising-Paket. Das ist der Freak-Köhler. Tada! Herzlichen Glückwunsch. Ups. Runter. Reiß alles runter. Herzlichen Glückwunsch. Du bist stolzer Besitzer des wunderschönen Iwa-Täubchen Geschenkebeutels sowie dem Inhalt, nämlich einem Iwa-Täubchen Mini-Stofftier. Ja. Warte. Tada. Ha, ha. Gut, gut. Guru, guru. Sehr schön. Wir können noch irgendwas reinfüllen, damit es ein bisschen voller wird. So Reis. Ich muss gerade erstmal wieder das Ding wieder. So. Sehr schön. Das heißt, rasch den Ding. Sehr schön. Hört sich bestimmt total toll an auf der Aufnahme. Was denn? Mit Umrascheln. Ich will es darum spielen. Cool, wir haben irgendwas kaputt gemacht und haben gewonnen. Und wer seid ihr? Das erzählen wir dir auch nicht. Wir sind ja fertig, zieht euch zurück. Das ist großartig, das finde ich auch go, gut, go, dass man für so eine überflüssige Story so viel Zeit quasi drauf verschwendet. Also auch wirklich noch bei jedem Charakter am Anfang dieses Gespräch reinzusetzen. Oh, guck mal, wir haben 1500 Punkte bekommen. So, wer möchte nochmal? Möchtest du mal Maris spielen? Jetzt hab ich mal du weißt, dass wir nur noch drei Minuten, zwei Minuten ich haben. Ich würde sagen, wir müssen eine schnell Minute. Den Start machen. Stimmt. Aber wir müssen also theoretisch, ja. Was müssen wir so reden? Weil wir, ich weiß nicht, wie lange wir am Anfang gewartet haben, dass wir umgeschaltet haben. Nicht lange. Nee. Gut, dann sagen wir einfach mal. Es werden keine 10 Minuten gewesen. Nee. Ja. Wir beenden das Ganze, während Pseudo-Ray sich ein bisschen im Bild regelt und kommt zu einem kleinen Fazit zu Black Clover Thwarted Knights. Zu wenig Spieler oder irgendwie schlechtes Matchmaking. Weiß nicht, woran es liegt. Also ich glaube, ja, mein Fazit schon abgegeben im Vorfeld. Hast du das eigentlich Fazit im Vorfeld? Ja, ich habe dir doch schon gesagt, nochmal was für Arme. Das Problem, also, ja, also, das Problem ist, glaube ich, dass, also es ist beim Chris immer ein sehr schlechtes Zeichen, wenn er während des Streams, wenn er an seinen eigenen Fernseher hat, mitten im Stream aufhört, das Spiel zu spielen und anfängt, irgendwelche anderen Spiele unauffällig nebenbei zu spielen. Das grundsätzliche Problem, was wir heute Abend haben, ist, dass wir eigentlich das Hauptaugenmerk des Spiels gar nicht ordentlich ausprobieren können. Also richtig. Kann schon sein, dass es super lustig ist, wenn du, super lustig, ja, dass es Spaß macht, wenn man da zu viert zusammenspielt und tatsächlich dann irgendwie miteinander kämpfen muss oder irgendwie so ein Blödsinn, aber ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass sich dieser Kampf im Prinzip auf ein Areal beschränkt, dass das sich großartig abändern wird. Ja, das denke ich nicht, aber ich meine, grundsätzlich muss man sagen, dass bei Overwatch hast du genau dasselbe Prinzip, da klopfst du dich auch immer um genau einen Punkt, um eine Stelle. Da ist halt die strategische Tiefe aufgrund, wer kommt von welcher Seite, wer spielt welchen Charakter. Wie das hier dann läuft, wenn man hier auch nur vier auf jeder Seite hat, das schränkt es ja auch nochmal ein bisschen an, muss man sehen. Also ich habe das Gefühl, dass tatsächlich das Meat and Bones von dem Spiel wirklich dieser Online-Multiplayer sein soll, den wir jetzt leider aufgrund von Serverproblemen, mangelnder Spieler, wir wissen es nicht genau, leider nicht auch das ist eigentlich echt schön für euch testen konnten. Ich glaube, der Story-Modus ist halt der klassische Story-Modus für solche Spiele. Das ist halt
man muss sagen, sie haben sich Mühe gegeben, sie haben viele animierte Szenen dazwischen gepackt, die wahrscheinlich die Fans der Spiele begeistern wird. Es kommen alle Charaktere, gehe ich mal davon aus, die man kennt und liebt. Und ja, auch wenn wahrscheinlich dann es auch da irgendwann etwas fad wird, wenn man immer nur eine Arena nach der anderen irgendwie herkloppt, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass man zumindest als Fan damit auch wahnsinnig viel Spaß hat. Und ja, für uns wäre tatsächlich der Multiplayer jetzt das Interessante gewesen, weil man da ja auch am meisten Strategie theoretisch dann reinbringen könnte und es ja dann noch eine gewisse Komplexität entwickelt mit den Karten und so weiter. Und da haben wir leider jetzt das Pech gehabt, dass wie immer, wenn wir sowas machen, die Server dann irgendwie nicht so wollen, wie wir das wollen. Ja. Ja. Nora? Irgendwie schade. Ja. Ja. Ja, Nora kommt nicht klar mit zwei Joysticks. Nein, ich brauche eine Maus. Das ist tatsächlich wahr. Aber das hatten wir letztes Mal, als wir Yakuza gespielt haben, war das für die Nora auch etwas schwierig. Wobei, da ging es noch besser, weil du da nicht so viel Kamera hin und her drehen musstest. Ja, genau. Da konntest du einfach nur wild auf die Knöpfe hauen und hast alles kaputt geprügelt. Naja, so, Chris hat gesagt, schade, ein bisschen zu sehr vielleicht versucht, Overwatch zu kopieren. Ah. Ich weiß nicht. Aber es ist eigentlich witzig mit dem Serverproblem, weil wir hatten das schon öfters. Ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht liegt das gar nicht am Spiel, sondern irgendwie PlayStation Network, vielleicht haben wir wieder ein falsches Ding eingestellt oder sonst so. Kann aber sein. Nicht. Weil normalerweise bringt ja die Meldung dann kannst du dich ja gar nicht verbinden. Ja, das stimmt schon, ja. Komisch. Naja, in dem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn dann der Multiplayer jetzt nicht so gut funktioniert hat, wie wir uns das vorher erhofft haben. Ich bedanke mich bei meinen Mitstreitern für den heutigen Abend, Chris, Nora und Philipp. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mitgemacht habt. Nächste Woche sollte der Basti dann hoffentlich wieder mit am Start sein, frisch aus dem Urlaub zurück. Und nächste Woche spielen wir, wenn ich das richtig im Kopf habe, Valkyria Knights 4, meine ich. Wieder ein neues rausgekommen. Ja, bin ich mir sehr sicher. Müsste Valkyria Knights Teil 4, glaube ich, sein. Sofern ich das im Kopf habe. Genau. Und da wünsche ich euch dann nächste Woche ganz viel Spaß bei, ich bin nächste Woche doch noch da. Ja, dann werden wir uns da nächste Woche Dienstag wiedersehen. Chris, Nora und Philipp werden wahrscheinlich wieder mal ein einmaliger Anblick für die nächste Zeit gewesen sein. Also bei Valkyria Knights glaube ich nicht, dass ich mitspielen werde. Nee, das ist halt ein schönes Strategiespiel. Eigentlich. Naja, in diesem Sinne danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht noch und ja, dann sieht man sich spätestens nächste Woche Dienstag bei Peppermint Gaming um 20 Uhr. Mit Valkyria 1.4. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.